Hallo und willkommen zum zweiten Teil von House of Ashes. Eine kleine Sache. Ich musste bedauerlicherweise nochmal den kompletten letzten Teil bis hierhin durchspielen, weil sich das Spiel, warum auch immer, strikt geweigert hat, den Spielstand zu laden. Egal, was ich gedrückt habe, ich konnte versuchen, was ich wollte. Selbst wenn ich ein neues Spiel ab dem Abschnitt, der jetzt kommt, spielen wollte, konntest du nichts machen. Das hat einfach immer wieder von Anfang an begonnen. Ich habe versucht, so weit wie es geht, alle Entscheidungen und Handlungen vom ersten Mal, vom ersten Durchlauf zu kopieren. Hat leider nicht hundertprozentig geschafft. Ein paar kleine Abweichungen gibt es. Ich weiß nicht, wie krass die Auswirkungen jetzt sind. Also gerade solche Sachen wie das, dieser eine Typ, dass ich den aus Versehen erstickt habe, das habe ich gemacht. Rachel ist auch nicht gefallen oder die ist dann schon gefallen, aber ich habe halt das Seil nicht durchgeschnitten und so weiter. So die wichtigen großen Entscheidungen, die sind tatsächlich also die sind tatsächlich geblieben. Was anders war, ich habe an der einen Stelle in dem Haus, als sie bei diesen Heroinschmugglern waren, habe ich eine andere Dialogoption gewählt, habe damit jemanden wütend gemacht, der dann mit dem Messer auf die losgegangen ist, den hat Rachel dann erschossen. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Auswirkung hat. Und an der einen Stelle, wo man auf diese irakischen Soldaten zurückschießen musste, habe ich einmal verfehlt. Da ist dann ein Marine gestorben, der zwar kein Hauptcharakter war, aber ja, das kann halt auch noch eine Auswirkung haben. Ich weiß es nicht. Okay. So viel dazu und jetzt weiter im Text. In welchem Albtraum sind diese glücklosen Seelen gestürzt? Arme Rachel, verloren in der Dunkelheit. Was ist mit Jason und Nick? Waffenbrüder aber. Ah, jetzt Die verstehe sich so ich. nah, wie sie vermuten lassen. Die Kerzen sind die Oder Leben der Leute, die doch du retten nur kannst. jeder für sich selbst. Vergessen wir bitte nicht, dass sie Corporal Mervyn dem Dunkel überließen. Und die Nacht ist noch jung. Das führt uns zu Salim. Er wirkt besonnen. Fast schon ein widerwilliger Soldat. Oder? Ein unerfreuliches Schicksal erwartet nun die Überlebenden. Unter der Erde gefangen, vom Abgrund verschluckt. Eins nach dem anderen werden ihre Lichter ausgelöscht. Außer sie finden einen Weg, sie zu beschützen. Es sind fünf Kerzen. Rachel, Eric, Salim, Es steht mir eigentlich Mike zu, mich in Angelegenheiten anderer einzumischen, und aber der andere Typ. sie erregen mein Sie Interesse. sind aber auch vergessbar. Ich hätte da einen Ratschlag für Sie, wenn Sie mir versprechen, dieses Gespräch für sich zu behalten. Oh, aber ja, natürlich doch. Eine kluge Entscheidung, wenn man alles in Betracht zieht. Vor langer Zeit traf ich einen blinden Dichter, der diese weisen Worte an mich richtete. Lang ist der Pfad und beschwerlich, der aus der Dunkelheit hinausführt ans Licht. Das wäre alles fürs Erste. Also mit anderen Worten, es ist noch nicht vorbei und es wird auch noch ein Stück dauern. Jason heißt er. Rachel! Wo ist sie? Ein Stockwerk tiefer. Rachel! Was ist mit Rachel? Der Feind hat uns aufgelauert. Er hat auf uns geschossen. Und Rachel! Sie ist gefallen. Ich hielt sie. Hielt sie, solange ich konnte. Rachel! Wir müssen weg. Wir sind ein leichtes Ziel. Rückzug antreten. Schnell! Da drüben. Gehen wir! Unmöglich.
Aber krass, ne? Wie alte Völker sowas geschafft haben. So ganz ohne moderne Baumaschinen. Ehrlich, Körne, die Iraker sind unser kleinstes Problem. Ich meine, da sind auch eine ganze Menge Sklaven bei draufgegangen, das darf man immer auch nicht vergessen, aber so insgesamt, handwerklich ist das schon krass. Joey, melde dich, over! Joey ist tot. Wovon redest du, verdammt? Die Iraker haben ihn erwischt. Er starb in meinen Armen. Oh nein, nicht Joey. Wie zur Hölle kommen wir hier raus? Tja, nicht mit Joey. Wir müssen uns hier einbunkern, eine Verteidigungslinie errichten und uns etwas Platz zum Atmen schaffen. Lieutenant, was meinten Sie damit, dass die Iraker unser kleinstes Problem sind? Glauben Sie an Gott? Absolut nicht. Sollten Sie aber. Wir werden angegriffen von... Ich weiß nicht was. Sie werden es mir ja doch nicht glauben. Ich war dort und glaub's auch nicht. Monster. Monster. Kommen Sie. Sie sehen Gespenster. Sir, bei allem Respekt... Lieutenant, wir stecken mit einem Iraker fest. Vielleicht mehreren. Was Sie gesehen haben wollen, das ist Mist. Ich hab's nicht nur gesehen, ich hab drauf geschossen. Speicher's ab und reiß dich zusammen, verdammt! Was ist das hier? Jedenfalls nicht das Depot. Die Mission ist ein Flop. Das kriege ich hin. Der Satellit. Ich verbessere mit den Daten mal den Algorithmus. Das sind nur Kinderkrankheiten. Okay, ich denke, es ist die Zeit, wütend zu werden. Männer sind tot. Clarice ist weg, ihre Frau ist tot, Eric. Diese Mission ist Selbstmord. Hey, das Kommando hab immer noch ich. Vergessen Sie Ihren Rang nicht, Lieutenant. Ich bring uns hier raus. Das ist allein Ihre Schuld. Retten Sie uns den Arsch. Was war das gerade? Dachte ich's mir. Sie bewachen den Eingang. Wir sehen uns das an. Na, okay, der bin ich. Okay, wie heißt der jetzt eigentlich nochmal? Nee, Sekunde, das war der. Genau. Okay, also mit Eric hat er ein richtig beschissenes Verhältnis. Stellte sich Jason freundlich vor, gereizt auf Clarice, Jason beleidigte Erics Frau. Gott, die beiden werden keine Freunde mehr. Mit Rachel ist er ganz gut, mit Nick. Nick heißt er, nicht Mike. Und das ist Eric, okay. Aber wer war dann Jason? Okay, ich glaube, ich komme hier nicht hinter. Ist das dein Scheiß Ernst? Ah, okay, doch, das ist wieder die Ausgrabungsstelle. Dann kann ich vielleicht doch noch mal was gucken. Lauft um euer Leben, wir sind verloren. So viel zu Erics protegiertem thermischen Satellitensystem. Eric muss uns ein paar schwierige Fragen beantworten. Naja. Ich glaube nicht, dass er das muss. Okay, der Generator ist kaputt. Fuck, man kann das Zeug nicht angucken, glaube ich. Das kann er nur mit Rachel. In dem Zelt hier sind halt noch verschiedene Sachen, die ich noch nicht angeguckt habe. Aber es ist halt logisch, der Fokus hat sich jetzt geändert. Und eine MG. Dass er auch nichts zur MG sagt. Könnte Hilfe gebrauchen. Schon dabei. Jemand hatte wohl ein großes Problem mit dem Ding. Sabotage? Scheint so. Halte Ausschau.
Schluss mit dem Quatsch, beeil dich. Sieht das hier etwa noch Quatsch aus? Gute Arbeit, Sergeant. Augen auf. Dropkick hier, Mailman, 2-1 Actual. Wir gehen weiter rein. Over. Verstanden. Vorsichtig da unten. Dropkick out. Verzweigung. Wo führen die Kabel hin? Kann ich mir... Nein, ich kann mir hier nichts noch angucken. Okay. Sehen wir uns mal um. Alles, was jetzt ist, ist wieder blind. Ja, ich könnte mir halt, also, wenn man das Video auf YouTube anguckt, kann man tatsächlich noch ein bisschen mehr sehen, weil ich habe hier ein, zwei Hinweise übersehen. Jetzt in dem Durchlauf habe ich da einige Sachen, weil ich hatte nämlich das Klebeband hier jetzt und das Benzin gleichzeitig gefunden. Und hab dann direkt das eine Tonband angeklickt. Und dann wird es getriggert, dass dieser eine irakische Captain angreift. Und dann konnte ich mir nichts mehr angucken. Götter der Sumerer von Franklin Levitt. Veröffentlichung von Napier und Brothers. Lamas Tu war eine schreckliche Dämonin, eine Kindermörderin, die sich am Blut und Fleisch der Menschen labte. Sie wird meist als haariges Monster mit Löwenkopf und Vogelfüßen dargestellt, wie Erika Steinbach. Oftmals auf einem Esel kniend, mit einer Schlange in der Hand und einem Hund und einem Ferkel säugend an ihren Brüsten. Was? Die Götter sind komplett am Arsch. Lamas Tu trug 7 Namen und wurde in Beschwörungen als die 7 Hexen bezeichnet. Sie wurde für viele Gräueltaten verantwortlich gemacht. Es hieß, sie bringe Albträume, vergifte Flüsse und sei eine Vorbotin von Hunger und Pest. Abbildung 4. Gürtelschnalle gefunden im Grab eines akkadischen Priesters. Detail an der Gürtelschnalle. Ah, hier, also das mit dem Bullen da. Lamas Tu war die Tochter des akkadischen Himmelsgottes An, dem Vater von Göttern und Dämonen und dem Gott der irdischen Könige. An wurde von den Akkadern meist mit einem gehörnten Kopfschmuck abgebildet, wohingegen die Sumere ihn als großen Stier darstellten. In der Religion Mesopotamiens wurden Stiere oft als Symbol der Stärke angesehen, ein Glaube, der an spätere Kulturen des Mittelmeers und Nahen Ostens weitergegeben wurde. Für griechische Philosophen waren die Hörner des Stiers ein Symbol für die Hörner des Dilemmas, eine unmögliche Wahl oder ohne richtige Antwort. Die sumerischen Götter boten den Sumerern jedenfalls keine richtigen Antworten, denn sie waren gleichzeitig gütig und grausam, erhaben und kleinlich, fehlbar und unangefochten. Oh Gott. Ja, random Götter sind seltsam, das kannst du, also, oh. Ich weiß schon, warum ich Atheist bin, ey. Ich glaube, ich wäre selbst Atheist, wenn Gott zu mir sprechen würde. Würde ich einfach nur sagen, nee, danke. Verpiss dich wieder und lass die Menschen in Ruhe. Gut, ich würde es vielleicht ein bisschen höflicher ausdrücken, aber ja. So. Na dann, Spiel. Zeig mir doch nochmal eine Steintafel. Komm, noch eine schöne Zukunftsvision. Hier irgendwie? Nee, ich glaube nicht. Die waren bisher eigentlich immer relativ eindeutig. Uh-oh. Fuck. Sei vorsichtig. Stolperdraht. Geräumt. Seht einfach aus. Gegenexplosion? Nee. Ich muss nur den Draht kappen. Wohl der, der auf Eric geschossen hat. Der Mistkerl verfolgt uns.
Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Hören Sie mich, over. Hier Dropkick. Wie läuft das Callcheck? Was ich mich an der Stelle frage... Uns geht's gut, aber halten Sie die Augen offen, falls da noch mehr Liebesbriefe sind. Over. Verstanden. Bin unterwegs, Dropkick out. Da waren ja noch eine ganze Menge andere Soldaten am Leben, sowohl jetzt Amerikaner als auch Iraker. Musstest du ihm vom Stolperdraht erzählen? Die Typen hier sind halt hier eingebrochen, aber das Ding ist, so tief war der Fall ja jetzt teilweise auch nicht. Warum kommt da jetzt nicht für wenigstens eine Seite Verstärkung an? Wir haben unser Team zusammen, ja, ich weiß schon warum, weil wegen Spiel. Wir wollen halt hier unten nur ein paar Charaktere haben, aber okay. Wir haben unser Team zusammengestellt. Ganz oben auf meiner Liste stand unleserlich Crow, die Bulldogge von Omaha Beach. Wir haben ihn in Kairo entdeckt, als er sich in einem levantinischen Club für Geld prügelte. Crow empfahl unleserlich und in Haifa haben wir meine Assistentin, die allzeit wissensdurstige Aline Journeau, aufgesammelt. Unleserlich bestand auf der Anwesenheit ihres eigenen Ratgebers Alice Van Houten oder Hüten oder so ähnlich. Einem Archäologen, dessen schlechter Ruf unleserlich. Da unser Team jetzt vollständig ist, werden wir in den Libanon aufbrechen und von dort den Zug nach unleserlich. Hä. Eine Sekunde, kann man das noch runterscrollen? Das habe ich nämlich vorhin mal gemerkt, dass ich bei einer Sache, wo man runter hätte runterscrollen können, das nicht gemacht habe. Das ist, glaube ich, hier diese Gestirne, die die aufgeschrieben haben. Na, was haben wir hier? Ah, fuck. Habe ich jetzt was ausgelöst, wo es weitergeht? Ich wollte mir eigentlich noch mehr Zeug angucken. Das ist hier zum Teilweise auch ein bisschen schlimm, finde ich. Du hast oftmals dann nur eine Chance, irgendwas anzugucken und wenn du dann an der falschen Stelle A drückst, geht's weiter. Diese verdammte Höhle, Jason. Ich sag's dir, ich hab ihn sterben sehen. Nimm's mir nicht übel, aber du bist nicht du selbst. Wir wissen es nicht. War das nicht Eric? Hi Penny, ja, ich bin noch wach. Und jetzt endlich auch an der Stelle, von der ich eigentlich von Anfang an noch spielen wollte. Und da ich morgen nicht arbeiten muss, habe ich auch endlos viel Zeit. Wir hörten Joey im Tunnel. Wir glauben, es war Joey. Er war es bestimmt. Wir werden ihn retten. Denken Sie daran, dass ich hier entscheide. Ich gehe vor. Ja, geh mal vor und lass mich hier jetzt noch Zeug angucken, komm. Ich gehe vor. Nein, ich gehe vor. Und mit vorgehen mein... Stimmt nicht ohne mich. Sie gehen halt wirklich vor. Glaub mir, Penny, wenn ich morgen früh Frühdienst hätte oder so, dann würde ich jetzt nicht mehr spielen. Nein, random 24-Stunden-Stream wird's erst richtig. So, was mache ich vielleicht irgendwann, wenn ich irgendwie 100 Follower habe oder so? Oh, das Vieh lebt noch. So, okay, gut, dann darf ich mir also kein Zeug angucken. Fuck, da war noch einiges. Genau, ach komm. War nicht gleich 72, Leute. Haut raus. Okay, wir haben schon mal Kohle. Vielleicht können wir es bestechen. Nee, ist nichts drin, schade. Ah, das ist hier der Captain mit seiner Frau. Dar.
Ja, mach mal Licht an jetzt. Ja, wo lang jetzt, ne? Ist halt... Sieht man das Viech hier noch irgendwo? Geh da auf jeden Fall mit deinem Fuß weg. Eigenschaft. Neugierig, ja. Oder total dämlich. Ich komme hier aber auch nicht mehr raus jetzt aus der Nummer, glaube ich. Komm. Ja, hallo! Guten Morgen! Ausgeschlafen? Ja, komm! Ja, wo ist er denn? Genau, wirf die Waffe! Hallöchen! Da, A drücken. Genau, und das hat man nämlich auf einem der Bilder gesehen. Die Viecher sind nämlich lichtanfällig. Raus damit. Batsch, genau. Und zack. Gepfählt hier. Genau. So, Freundchen. Die verrostete Eisenstange ist stärker als die Pistole. Naja. Ganz ehrlich, in deiner Situation würde ich mich jetzt stellen, würde sagen, ey Leute, wie wär's? Wir arbeiten jetzt zusammen. Ah, es sind aber leider nicht die Hauptcharaktere, deswegen werden die nicht nett sein. Leute, Leute, werft die Gewehre weg und holt euch eine Eisenstange los. Da drüben. Hätten sie sich mal eine Eisenstange geholt, ne? Ich guck mich bloß mal um. Nee. Hätte ja manchmal sein können, dass sie so ein Bild mit einer Vorahnung direkt hinter dir versteckt haben, wenn du einen neuen Abschnitt gehst. Ach, keine Angst, Salim hat das hier unter Kontrolle. Ah, da liegt was. Ah, es ist wieder so eine Scheibe. Nee, oder? Also was ähnliches. Ist das auch eine Verordnung? Dieses Loch muss für die Sonne sein, aber es fehlt etwas. Ja. Kann ich mal ganz kurz gucken, was habe ich denn jetzt schon?
Eine Tontafel mit einer Art Sternenkonstellation. Auf ihr klebt ein Schild zum Katalogisieren. Ja, no shit. Also eine Sternenkonstellation. Dieser Brief legt nahe, dass Gerüchte von dämonischer Besessenheit die hiesigen Ausgräber an Schrecken versetzten. Ein Stein mit Loch, der Leute zeigt, die etwas im Himmel anbeten. Eine Gasmaske voller schwarzer Flecken, ja. Alter, hier ist halt haufenweise Zeug. Wie gesagt, ich habe halt leider jetzt schon einiges verpasst auch. Joey, hörst du mich? Bitte komm, over. Ich meine, gut, ich hatte den Typen halt, ne, den Mailman oder wie er heißt. Den Zufall überlassen. Ich hatte den halt tot gewirkt. Oh. Ich hatte den halt tot gewirkt. Es ist eine Brille. Es ist Joyce. Er steht schlecht um ihn. Wir müssen uns beeilen. Ach nee, doch, das ist der andere. Der oben gestorben ist. Aber hey, der kann doch unmöglich noch am Leben sein. Also der war ja total fertig. Was ist denn mit ihm passiert? Sag mal lieber gar nichts. Okay, hallo, kannst du mal jetzt Taschenlampe? Danke. Corporal Gomez, hier Dropkick. Hören Sie mich, over. Von hier kommen wir ja, ne? Hier ist schon mal nichts. Ah, nee, doch, nee, hier ist, hier geht's weiter. Da liegt was. Wie tief ist das Scheißloch? Keine Ahnung, leuchte doch mal rein. Wir sind wohl durch das Beben entstanden. Los, gehen wir weiter. Wir kennen nun den Gegner. Augen auf, wachsam sein. Kennen wir den wirklich? Ich meine, Nick scheint ihn noch nicht zu kennen. Nee, Dings, Eric, nee. Ach Mann, Alter, die Namen. Eric scheint ihn noch nicht zu kennen. Ist das Blut? Hier unten ging es echt richtig übel zur Sache. Okay, da liegt ein Wilz, habe ich gesehen. Die Katakomben unter dem Tempel sind voller... Aline hat in El Castillo an Ausgrabungen mitgewirkt, aber selbst sie hat noch nie gesehen. Haben Tausende im Namen der Götter getötet, die meisten Opfer in Massengräber geworfen, als ob das Abschlachten... Welche Plage oder Katastrophe forderte solchen Preis? So viel, was auch immer hier vor... Jahrtausenden geschah, ist ja, ich würde mal behaupten, unvorstellbar schrecklich, grausam. Zeig mal. Das ist Salim, der sich ergibt. Wir sehen einen Soldaten mit erhobenem Schwert und wir sehen einen, der das Schwert niederlegt. Also ich schätze mal, das soll heißen, wir können uns darauf verlassen, dass Salim freundlich bleibt. Er wird sich ergeben. Ich muss Ihnen nicht Ihren Job erklären, aber... Aber Sie werden sowieso. Waffen prüfen, Munition prüfen, nochmal prüfen. Genau aufpassen. Achtlosigkeit ist tödlich. Ja, ist mir klar.
Ist mir klar, Chef. Ich passe schon auf. Keine Sorge. Fuck, ging's hier weiter? Dann hätte ich lieber nur noch in die andere Richtung geguckt. Mann. Könnt ihr nicht mal an bestimmte Abzweigungen ein Schild kleben? Irgendwie so hier Hauptstory weiter. Wenn du dich noch umgucken willst, dann geh woanders hin. Nick hat Joeys Verbandskasten in den Tunneln gefunden. Ah, okay. Es war doch richtig, dass ich hier reingegangen bin. Jetzt kann ich im Zweifelsfall wohl eine Wunde versorgen. Hier geht's nicht noch weiter hinter, oder? Nee, okay. Hätte mich jetzt auch gewundert. Das war, denke ich mal, auf jeden Fall wertvoll, dass ich den Verbandskasten jetzt habe. Konzentrier dich. Wo? Alles gut. Vielleicht ist er nicht allein. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Bleiben wir zusammen. Nein, schneller. Joey braucht uns jetzt. Beeilen wir uns. Joey, bist du das? Also ich würde an deiner Stelle immer vorsichtig sein hier. Langsam weiter. Ich kenne nicht so viele Situationen, wo einfach reinstürmen, das... Ah, siehst du? Jawoll! Bam, Junge. Aber gut, ich habe ihn verwundet, das ist schon mal wichtig. Hier Mailman 3, Mailman 2, 1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Mailman 3 am Dropkick. Colonel, sind Sie da, over. Oh nein. Bleib ganz ruhig, Junge. Ich bring dich schon irgendwie hier raus. Also mir gefällt es bisher wirklich deutlich besser als die ersten beiden Teile. Wie gesagt, im Gegensatz zu Man of Medan wird hier nicht gleich von Anfang an so damit rausgeplautzt. Ja, das ist halt alles nicht so, wie es scheint. Und im Gegensatz zu Little Hope sind die Charaktere nicht ganz so dämlich. Little Hope war halt wirklich einfach nur Horror-Comedy. Hallo? Geht's mal weiter? Jetzt hier? Da? Ja. Scheint so ein bisschen Probleme mit engen Gängen zu haben, die Kamera. Wie gesagt, mir gefällt das auch hier, dass du halt wirklich ab und zu auch echt überlegen musst, ob du eine bestimmte Sache jetzt machen willst oder nicht. Ob du schießen willst oder nicht. Da vorne, da ist ein Dämon. Sonnenlicht verbrennt sie. Wie alle Lebewesen können sie getötet werden. Ein Flock ins Herz. Ja, Vampire also. Die Kugeln verlangsamen sie nur. Selbst ein Truck, der auf sie fällt, macht sie nur sauer. Wie
Wir schaffen das zusammen. Okay? Ja. Wir können ihn töten. Du gehst über die Flanke ran und machst ihn aufmerksam. Ich mach den Rest. Okay. Nach dir, Superman. Nach dir, Superman. Okay. Zu euch. Ich bin ja gerade übelst angespannt, weil ich nichts verkacken will. Ah, da ist eine Knarre. Gut, die hilft auch nichts, ne? Tagchen, Kumpel, na? Ja, sehr gut. Super Team. Ich habe schon Schlimmes gesehen. Aber das tappt alles. Was zum Teufel ist hier unten? Die Biester sind überall. Noch nie habe ich etwas so Bösartiges gesehen. Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Was denkst du? Glaubst du an Dämonen? Früher hätte ich dich für die Frage ausgelacht. Aber jetzt? Die alten Sumerer glaubten, dass die Seelen der Toten in das Haus des Staubs gehen, wo sie von nichts als Staub leben, gequält von den Dämonen der Unterwelt. Kann ich mir nicht mehr ansatzweise vorstellen. Wie du habe ich daran nie geglaubt. Aber sieh dich um. Schau, wo wir sind, was wir gesehen haben. Gefangen im sumerischen Tempel. Ich bin übrigens Nick. In dieser Hölle solltest du meinen Namen kennen. Nick Kay, Sergeant. Salim Otman, Lieutenant. Iraker Armee. Hier ist Mailman 21 Actual an Mailman 3. Hörst du mich? Over. Klar und deutlich, LT. Sehe dein Licht. Geh weiter. Ich bin gleich da. Over. Ich komme zu dir. Deine Freunde machen besser nichts Dummes. Hör mal, du musst mir vertrauen. Sie tun dir nichts. Genau, genau das haben wir auf dem Dings gesehen.
sage mal tief durchatmen. Ganz ruhig, Freunde. Ich will euch nichts tun. Du machst einen schweren Fehler, Soldat. Weg mit der Waffe, sofort. Nein. Erst ihr, dann ich. Waffe runter oder wir schießen. Ich sagte sofort runter mit der Waffe. Ah, habt ihr es gesehen? Im Hintergrund, da ist wieder der Kurator. Das ist ein Moment, wo jemand sterben könnte. Okay, das reicht. Kämpfen hat keinen Sinn. Nicht mehr. Ich sollte dich ganz einfach abknallen. Das ändert aber nichts. Ich bin schon in der Hölle. Reiz mich nicht. Wir gehen zurück zum Tempel. Fessel ihn. Stellt er was an? Leg ihn um. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Vielen Dank. Mein Gott. Sie hatten recht. Shit, was ist das? Geht dir der Arsch auf Grund, heißt was? Hey, habt ihr das gemeinsam gemacht? Ja. Wir haben es gemeinsam besiegt. Nicht jetzt. Dieser Plan ist dämlich. Was immer Joey passiert ist, er ist weg. Und da treiben sich wer weiß wie viele von den Dingern rum. Wir gehen zurück zum Tempel und organisieren uns. Das ist der beste Plan des ganzen Tages. Also ganz ehrlich, ich hätte mich jetzt nicht drauf verlassen, dass das sie tot ist. Wie du willst. Und jetzt sag mir alles, was du über diese Kreaturen weißt. Schon mal gesehen? Weißt du, wo sie herkommen? Wie viele sind hier unten? Ich hoffe, du glaubst an Gott, Bruder. Wenn die zurückkommen, brauchst du eine höhere Macht an deiner Seite. Ja, du hättest ihm jetzt wenigstens sagen können, was du dem anderen gesagt hast. Kugeln bringen nichts. Ich bin Lieutenant Colonel Alex Flock durchs Herz. United States Air Force. Ich bin leitender Atomingenieur der Survey Group, die im Irak versteckte Chemiewaffen finden soll. Bei der Mission fanden wir etwas Unerwartetes. Ich beginne jetzt die Autopsie einer unbekannten Lebensform. Okay. Solltest du das nicht per Video aufzeichnen? Gleich knallt's. Na gut, die haben vielleicht nicht das Equipment. Das war der letzte. Sollte sie erstmal aufhalten. Lang genug, um sie auf den Kameras zu sehen. Legen wir den Stolperdraht neu. Hilf mir mal. Wir haben schon oft in der Scheiße gesteckt. Noch nie so tief wie jetzt. Beim Kampf gegen Monster will ich niemanden anders an meiner Seite. Bin immer für dich da, Junge. Du weißt, ich bin immer für dich da, Kumpel. Egal, was kommt. Das war auch wichtig, dass wir die deaktiviert haben.
Das ist beeindruckend. Meinst du? Ich frag mich, wie viele solcher Städten wir einfach zerbombt haben. Der Kram soll ruhig im Staub versinken. Das ist ein Problem. Die Menschen hier wollten keinen Krieg. Warum verteidigst du den Feind, Sergeant? Wir wissen beide, dass sie nicht alle Feinde sind. Fuck, Jason! Geht es hier um das Mädchen am Checkpoint? Scheiße, Nick, wie oft denn noch? Wir dachten, sie hätte eine Bombe. Es waren nur ihre Einkäufe. Wir haben Mist gebaut. Denkst du, ich weiß das nicht? Wir können nicht ändern, was passiert ist. Nicht mehr. Niemals. Es ist vorbei. Also reiß dich gefälligst zusammen, Nicky. Mailman 2-1 Actual, Dropkick. Ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt in so einer Situation. Die haben halt selber extrem verwerfliche Sachen gemacht. Die müssen dran glauben, dass die Iraker der Feind sind. Weil wenn es keinen Feind gibt, gibt es auch keine Rechtfertigung für das, was die getan haben. Gibt es eigentlich auch so nicht. Die Kreatur ist etwa 8 Fuß groß. Zweibeinig und hat Flügel. An den vorderen Gliedmaßen und Fingern befinden sich Häute, die an Flughäute erinnern. Die Epidermis wirkt, als wäre sie von einer Art Exkret bedeckt. Darunter wirkt sie irgendwie krank. Der Kadaver der Kreatur beginnt schon zu verwesen. Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Nähern uns dem Ostdurchgang. Over. Ich sehe sie. Scheiße, die Tore haben ganz schön was abgekriegt. Die Dinger kamen hier mit voller Wucht angestürmt. Wer auch immer die Waffe bedient hat, hat sie aufgehalten. Und wurde dann hinterrücks massakriert. Die Biester sind nicht dumm. Das sind Raubtiere. Ich würde wetten, wenn die schon mal hier waren. Kommen sie wieder. Letzten Endes ist es halt die Frage, ob die Viecher irgendein konkretes Ziel verfolgen oder ob die tatsächlich einfach nur wie Tiere sind. Oh, das ist die Grube vom Anfang, wo die beiden gestorben sind. So viele Knochen. So nah war ich der Hölle noch nie. Und das ist scheinbar Freddy Krüger. Eine blutleere Leiche mit mysteriösen Einstichstellen am Hals. So mysteriös sind die nicht. Scheint ausgeblutet zu sein. Er war bestimmt einer der Forscher. Alter, da unten. Wie viele Leichen das sein müssen. Noch einer. Was hat die da? Womit hat sie das nur verdient? Von einem Flock durchs Herz getötet. Oh ja, gut, wenn es wirklich Vampire sind, dann heißt das natürlich, dass die Menschen auch zu Vampiren machen können, ne? Denke, das waren nicht die Kreaturen. Wer dann? Weiß nicht. Buffy? Wer? Behalt's lieber für dich. Oh boy.
bleib bei deinem Gewehr. Achtung. Ich bleib bei dem Gewehr, wenn es dir recht ist. Schade, dass das Gewehr nichts bringt. Okay, was haben wir hier noch? Oh, eine Tafel. Ah, die war da vorher nicht. Ja, jetzt trocknet mein Hals langsam wieder aus. Okay, nochmal ganz kurz gucken. Wir hatten das hier. Das war das, dass man mit dem UV-Licht was entzünden kann. Das hier war das mit Salim, dass der sich ergibt. Okay, hier wird Rachel getötet von Sprengladungen. Heißt das, wir dürfen die Sprengladungen nicht zünden? Also, oder wenn wir die Sprengladungen zünden an irgendeiner Stelle, dass sie dann dadurch getötet wird? Deswegen sollten wir das lieber lassen. Der Gestank des Todes und überall lagen über und über mit Fliegen bedeckt waren. Crow glaubt, dass hier runterwarfen, nachdem sie ausgeraubt wurden. Diese unglückseligen Wanderer tun mir leid. Die Angst, dass sie... das war nicht das, was er uns zeigen wollte. Ein schauerliches... Als Mary fragte, was es war, nickte Bradshaw Crow zu und dieser öffnete die Kiste mit dem Dynamit. Sie meinte, sie wolle es herausfinden. Was ist das? Da steht, sie fanden etwas Seltsames. Ach, echt jetzt? Etwas in einer Kiste, die mit Dynamit geöffnet werden musste. Okay, ich glaube, ich habe jetzt alles in dem Raum. Das ist das, was der am Anfang um den Hals trug. Was hast du da? Nichts, was uns hilft, hier rauszukommen. Zylindersiegel, das eine antike Stadt darstellt. Jetzt wäre es mir auch egal, wenn es die Kronjuwelen von England wären. Trotzdem, nimm das mit, Alter. Weißt du, wie wertvoll sowas ist? Aus wie ein Nadelöhr. Jedes Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. Legen wir Sprengstoff. Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Aber da sieht man die Stolperdrähte. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Was, wirklich? Das wird sie ziemlich überraschen. Nicht so wirksam, aber besser versteckt. Wie kommt er da drauf, dass die Dinger das wissen? Leg ihn an der Seite. Diese Biester sind echt hinterhältig. Du hast recht. Wir legen den Sprengstoff an der Seite aus. Okay, damit werden sie nicht rechnen. Also das ist der Sprengstoff, der Rachel theoretisch töten könnte. Die Frage ist halt jetzt... dass sie halt jetzt nicht weiß, dass der ist, weil der an der Seite ausgelegt ist. Was ist los? Noch einmal warnen sollen. Fuck, Mann, hätte ich bloß nicht gefragt. Das Thema ist jetzt mal durch. Ach ja? Was gibt's sonst noch? Der Checkpoint war das perfekte Ziel für Selbstmordattentäter. Die Situation war schwierig. Wir mussten handeln. Und das war falsch. Warum kann niemand Klartext reden? Alle labern Mist, nur um nicht durchzudrehen. Deswegen sind wir doch in diesem Sandkasten, stimmt's? Ich will die Wahrheit, Jason. Ich habe sie erschossen und das quält mich. Willst du mir ernsthaft weismachen, dass es dir nichts ausmacht? Wir haben's verbockt. Falls wir überleben, stehen wir dafür gerade. Falls wir hier sterben, haben wir es vielleicht verdient. Ja, vielleicht.
Ich hatte was mit Rachel. Ist das dein Ernst? Seit 3 Wochen. Moment, seit 3 Wochen? So klang es aber am Anfang nicht. Immerhin wart ihr schon so weit, dass sie ihrem Ex-Mann sagen sollte, es gibt einen anderen. Da habe ich eigentlich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen damit gerechnet, dass die mindestens schon ein paar Monate zusammen sind. Wir sind an einer Treppe, die nach unten führt. Ihr Befehl? Over. Verstanden. Zurückziehen und Umgebung sichern. Dropkick out. Stell eine Kamera auf. Dann Rückzug. Und da haben wir Rachel wieder. Hallo, Süße. Ach du heilige Scheiße. Oh mein fucking Gott. Boah, das erinnert mich an eine Stelle aus Tomb Raider. Oh, ich glaube, sie hätte jetzt gesehen, dass es durchgeschnitten ist, wenn er das gemacht hätte. Nick? Jason? So hat sie jetzt nur gesehen, ja, ist halt, okay, ganz ruhig. Kriegen das hin. Das heißt nichts Gutes. AIDS sans Frontier. Ärzte ohne Grenzen. Marie. Ich glaube, das sind die, die am Anfang verschwunden sind, oder? Ja, genau. Also das sind die Entwicklungshelfer, die an der Grenze verschwunden sind. Und hier ist der Ausweis. Der Entwicklungshelfer war als vermisst gemeldet worden. Sieht so aus, als wären Dutzende vermisste Personen der Höhle unter dem Hof abgeladen worden. Ah, okay. Es könnte natürlich sein, dass... Ich sollte mich wahrscheinlich davon fernhalten. Es kann natürlich sein, dass einige, dass wenn hier irgendwelche Leute gefangen genommen wurden und die wurden halt hier entsorgt. Ah, das ist so ein Helm. Haben wir auch am Anfang gesehen. Hi Susi. Du hast ein bisschen was verpasst. Ich musste leider das komplette Spiel nochmal, ja, ich hab da was im Gesicht. Ich musste leider das komplette Spiel nochmal neu starten, weil es sich am Anfang strikt geweigert hat, meinen Spielstand zu laden. Und ja, jetzt sind wir schon ein ganzes Stück weiter, was passiert ist, Salim ist jetzt inzwischen auf die Soldaten hier getroffen. Und die haben jetzt quasi diesen Hauptraum von dem Tempel komplett mit Sprengstoff zu gepflastert. Ich muss jetzt gerade hier in einem Vieh hinkommen, was irgendwo da hinten ist, wo es blubbert. Aber es scheint dran vorbeigekommen zu sein. Ja, ich bin schon seit 3 Stunden dabei. Ach zum Himmel, Herrgott. Immer diese kleintierbasierten... Ja, komm, geh vorwärts. Immer diese kleintierbasierten Jumpscares. Ja, alles klar.
Oh, eine Blutfackel. Ja, ja. Ja, guck mal, das ist auch eine Fledermausi. Eine sehr große Fledermausi mit sehr großen Zähnen. Alter, heilige Scheiße. Ey, wie das hier unten stinken muss. Zeig, ja, die zeigen sich gleich. Keine Sorge. Die kommen noch früh genug. Hier unten ist, glaube ich, sowas wie eine Badewanne für die. Kann ich hier rein? Nee. Was ist das für ein Licht? Kannst du streicheln, aber nur einmal. Ist dann aber das Letzte, was du machst. Guck hier, so sehen die aus. Kleine süße Zähnchen haben die. Speichel. Wir haben den schwarzen Speichel vom Schlund der Kreatur aus dem Kokon gesammelt und in Fläschchen abgefüllt. Ich und andere, die an der Substanz rochen, litten danach unter Herzklopfen und Angstzuständen. Manche berichteten von eigenartigen Veränderungen der visuellen Wahrnehmung, zum Beispiel andere Farben. Wir haben in der Grabungsstätte, wo M angegriffen wurde, weitere Speichelproben gesichert. Der Geruch war so überwältigend, dass wir sie nur mit Atemschutzgeräten einsammeln konnten. Wir empfehlen während der Arbeit mit den Proben allzeit Atemschutzmasken zu tragen, um nicht beeinträchtigt zu werden. Fuck, die Typen am Anfang hatten haufenweise Atemschutzmasken mit schwarzen Flecken. Und da war ja sowas ähnliches wie Heroin. Haben die, ach du großer Gott, die haben nicht den Speichel von den Viechern gesammelt und haben da Drogen draus gemacht, oder? Ich glaube schon. Was natürlich heißt, wenn das in die Welt gerät, dass alle fröhlich zu Vampiren mutieren. Das hat sich gereimt. Aber schön, dass du da bist, Susie. Random und Penny haben mich inzwischen verlassen. Na gut, ist aber auch schon spät. Geh viel, viel schneller weiter. Das muss die doch merken hinter sich. Ja, Penny lebt noch. Ich wahrscheinlich hier gleich nicht mehr. Geh weiter. Geh weiter. Ich kann nicht schneller gehen, oder? Abend. Warum ist das Blut brennbar? Was ist denn hier los? Das ist bestimmt wegen der ganzen Mikroplastik oder so. Hi. Oh, die lebt auch noch. Aber wie? Die ist am Anfang weggezogen worden. Wie hatten die das überlebt? Das Wesen hat scharfe Klauen und Reißzähne aus einem harten, unbekannten Gewebe. Zwei Schneidezähne wirken grotesk missgebildet und verfärbt. Seltsam, unpassend. Die Membran, die den Körper umgibt, scheint den Ursprung im Mund zu haben.
Das Blut ist völlig fremdartig. Oh Gott, also die Viecher sind komplett mit ihrem eigenen Speichel bedeckt. Ich untersuche die Flüssigkeiten jetzt unter UV-Licht. Hey, einen Rat? Hättest vorhin reden können. Ja, aber der Dämon verträgt das Sonnenlicht nicht besonders. Ich wäre sehr vorsichtig mit dem Licht. Ich sagte, sei still. Oh Mann. Okay, ich mach's nicht. Okay, ich habe keine Wahl. Nach dem Treffen, Salim warnte Eric, dass die Kreatur empfindlich auf Sonnenlicht reagiert. Hat aber nichts gebracht. Ganz still. Kolchak, sind Sie das? Salim? Warum ist das lustig, wie ich das ausgesprochen habe? Eine Leitung nach draußen. Vielleicht geht der Funk noch. Dann könnten wir Hilfe rufen. Wäre ein Versuch. Zweifelhaft. Okay, ich dachte aber, das wird so ausgesprochen. Mal, oben ein funktionierender Sender dranhängt. Aber die Kabel müssen ja irgendwo hinführen. Funktionieren sie noch? Anscheinend sind sie nur verheddert. Auch gut. Wird nicht gern darauf klettern, um sie. Ach du heilige Scheiße. Ja, Kinder, Finger weg von Drogen. Und das ist das, was wir am Anfang nämlich gesehen haben. Ganz am Anfang war da so ein Bild, wo man gesehen hat, wie der eine Typ mit dieser Affenkopfkette da auch raus aus dieser Grube steigt. Sieht das so aus, als ob der noch Befehle entgegennimmt, du Trottel? Ja, this is my burnstick. Er ist jetzt ein Jedi. Mit seinem UV-Lichtschwert. Wir müssen weiter. Hier ist es nicht sicher. And no shit. Das sah halt aus eher wie ein Zombie-Vampir-Dämon, so mit den zwei Hörnern. Ich wusste gar nicht, dass du kämpfst. Nee, ich auch nicht. Was war das für ein Ding? Weiß nicht. Was auch immer, es ist nicht allein. Wo warst du? Eins der Dinger hat mich geschnappt und hier runtergezerrt und dann liegen lassen. Fuck. Fuck ist gar kein Ausdruck dafür.
Dass ich entkommen bin, war Glück. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich glaube nicht an Glück. Sei dankbar, dass ich hier war. Ja, ja, ich bin schon dankbar. Wer sagt denn bitte in der Situation, ich komme alleine klar? Semper Fi. Die ist ganz schön blass. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist mir allerdings auch aufgefallen. Hast du eine Waffe? Was machst du? Ich brauche bloß Batterien für die Lampe. Du könntest auch fragen. Schon mal dran gedacht? Tut sicher weh. Ja. Tut es. Kannst du stillhalten? Gut, dass du hier bist. Gut, dass du hier bist. Naja, Schätze. Es muss nicht zwangsläufig von einem Biss kommen. Wie gesagt, diese Viecher sind offensichtlich mit ihrem eigenen Speichel bedeckt. Es könnte auch sein, dass sie irgendwie was davon in sich reingekriegt hat, was ziemlich eklig ist, aber... Oh, das ist das Symbol, was diese Dealer da hatten. Symbole habe ich bei den Hirten gesehen. Die haben wohl schon lange in dem Tal gelebt. Da geht's hoch. Das schaffen wir nie. Siehst du doch, klettern wird schwierig. Zusammen schaffen wir's. Dachte mir schon, dass du das sagen wirst. Hab Eric beim Klettern getroffen. Ich kann uns rausbringen. Oh nein, Sandalenträger. Hippies. Alles okay? Ja, braucht eine Minute. Eine Minute bringt uns nicht um. Vielleicht doch. Gott, du siehst übel aus. Wow, danke, Rachel. Schon mal darüber nachgedacht, Motivationstrainerin zu werden? Aber im Ernst, geht's dir gut? Das ist so ziemlich die dümmste Frage, die mir je gestellt wurde. Jetzt ignorierst du mich also, was? Was willst du denn von mir hören? Was willst du von mir hören? Weiß ich nicht. Etwas, das uns von diesem Scheiß ablenkt. Es war auf jeden Fall kein Tier. Das Ding war kein Tier, das mir bekannt wäre. Das ist das Thema, über das du reden willst? Ach ja, stimmt. Sie wusste ja bis dahin noch gar nicht, dass die Vampire da sind. Warum hat es dich Eric wusste das auch bis, also nach diesem Absturz noch nicht. Ich weiß nur, dass es mir für meinen Geschmack zu nahe kam. Wie nah? Es hat mich gekratzt. Dann war alles schwarz. Seither geht's mir nicht gut. Alles dreht sich. Mir ist übel. Erst dachte ich, es sei der Schock, aber es wird nicht besser. Gift? Ja, vielleicht. Dann aber eins, das langsam wirkt. Wie werden wir's los? Woher soll ich das wissen? Du hast den Doktor. Ja, für Satelliten, nicht für Nervengifte. Bin keine Biochemikerin. Ja, ja, schon gut. Reese, was hat dir das Ding angetan? Bitte, bitte, lass mich hier unten nicht allein. Ist schon gut, ich bin hier. Ich sag jetzt gerade mal gar nichts mehr dazu.
nicht hier zurück. Nicht allein. Was hat es dir angetan? Da oben ist Medizin. Vielleicht hilft sie. Aber wir müssen los. Jetzt. Oh, das wird nicht gut enden. Das wird überhaupt nicht gut enden. Nimm meine Hand. Wir sind auf der falschen Seite der Schlucht. Genius. Gib jetzt nicht auf. Wir müssen darüber. Das Seil wird reißen. Warte. Glaubst du wirklich, dass die Medizin mir helfen wird? Tja, also ehrlich gesagt, ich bin jetzt mal ehrlich. Es sieht echt nicht gut aus. Wir wissen kaum was über die Dinge. Komm schon, Rachel. Verarsch mich nicht. Sieht nicht gut aus. Wahrheit wird überbewertet. Nee. Sollte ich mich? Rachel war ehrlich zu Clarice, als sie krank wurde. Ich muss gerade mal kurz gucken. Salim sah, wie Jason den Hirten verschonte. Salim entschied sich nicht zu schießen, ja. Balatu starb als letzter. Eric hat Luftunterstützung. Also wir haben noch Luftunterstützung. Die hat noch irgendeine Auswirkung. Eric verbrannte eine Kreatur mit der, während der Autopsie. Eric nutzte die UV-Lampe, um Joey zu verbrennen, als er von den Toten zurückkehrte. Okay. Das hier heißt Blut. Nick hat Joeys Verbandskasten in den Tunneln gefunden. Also irgendjemand wird richtig stark bluten. Dann haben wir den Verbandskasten zur Not. Wandeln. Musst du mich töten? Wenn du dich verwandelst. Wenn das passiert, töte ich nicht dich. Auf jeden Fall helfen. Ich weiß, dass das eine scheiß Idee ist, aber... Ich sollte hier bleiben. Ja, vermutlich. Komm rüber. Ich schaffe es nicht. Wo ist meine starke Retterin von vorhin? Ich weiß, dass du es schaffst, Doris. Gib die Hoffnung nicht auf. Du hast eh kaum eine Chance. Bleibst du, ist jede Hoffnung für dich verloren. Okay, aber ganz ehrlich, hättest du das Seil nicht einfach zurückwerfen können, dann hätte ich das wenigstens weiter gehabt. Okay, sie blieb selber zurück. Ich würde sagen, unterm Strich war das die richtige Entscheidung. Ich meine, ehrlich versuche ich halt immer zu sein. Als hätten die da unten viel mehr Spaß als wir hier oben. Over.
Dann geh doch runter. Ihre Party alleine feiern. Die Kameras drin haben nichts gesehen. Over. Augen auf. Zeig mal. Oh, direkt eine Tafel gefunden. Oh Gott. Okay, also irgendein Vieh. Oh Gott, das hat ein irgendeiner hat einen Skorpionschwanz und eine Schlange und noch einen kleineren Skorpion in der Hand. Das sieht aus, als wäre das dort unten, wo alles brennt, ne? In der Blutsuppe. Okay, und da könnte ihn theoretisch ein Vieh erwischen und würde ihm dann das Genick brechen. Was echt lustig ist, weil der Typ heißt Nick. Okay, ich mach schon weiter. Oder? Kann man hier noch irgendwas sehen? Nee. Ist einfach bloß ein altes Gerät. Oder man kann noch nichts da sehen. Fake Dickside. Sie fälschten eine Ausgrabung, um Grabräuber abzulenken. Sie wussten, dass hier unten was Besonderes war. Nicht so weit. Ja, ich weiß, dass das nicht lustig war. Wenn sie uns angreifen, dann wahrscheinlich vom Abgrund aus. Wenn? Doch so optimistisch, Lieutenant? Jetzt fange ich auch schon an zu husten. Ich sag's dir, der Colonel würde seinen Arsch verlieren, wäre er nicht angewachsen. Ist unser neuer Freund da unten? Salim? Nee, der ist weg. Wir wissen überhaupt nichts von unserem Feind. Wir kennen weder Gebiet noch Truppengröße. Wir sind arm dran. Keine Ahnung. Nee, ich bin nur schon seit 3,5 Stunden am Streamen und labern. Ich hoffe auf das Funkgerät. Ich frag mich echt, wie manche das hier bei so 24-Stunden-Streams machen. Sollte da oben ein Funksender sein, wird er nicht allzu weit reichen. Eine Sache hat Eric bei dem ganzen Dreck richtig gemacht. Habe ich doch. Ich habe hier jede Menge Wasser. Wenn wir ein Signal senden, können die uns vielleicht hören. Wobei wir sie trotzdem erst noch erreichen müssen. Ein Schritt nach dem anderen. Yeah. Zeig mal, was liegt denn hier noch so rum? Ja, noch eine Tafel. Auch wieder Bogenschützen, Speerkämpfer. Eine geschnitzte Tafel, die eine Schlacht zwischen antiken Armeen darstellt. Okay, vielleicht die man am Anfang gesehen hat. Antiker Helm unbekannten Ursprungs, der anscheinend von einer Klaue aufgerissen wurde. Arkadischer Helm. Die Arkader müssen hier mit den Kreaturen gekämpft haben. Alter Schwede, ey. Also der Teil hier, House of Ashes, macht definitiv viel richtig. Okay, hast du den Katalog. Immer mehr Funde beziehen sich auf den Fluch von Naram Sin. Diese Predigt über die Beziehung zwischen Göttern und Königen stammt aus der Ur-3-Zeit Mesopotamiens. Naram Sin ist ein akkadischer König, Enkel von Sargon dem Großen. Gründer des Akkadischen Reiches. Historische Aufzeichnungen zeigen ihn als einen gläubigen Mann, der die Götter ehrte. Der Mann, von dem in den Fluchgeschichten die Rede ist, ist jedoch ein ganz anderer. Der mythologische Naram Sin ähnelt der biblischen Figur des Hiob und wurde von den Gottheiten verlassen. Er ist voller Zorn auf die Götter und führt dann Krieg gegen sie. Auf solche Gotteslästerung folgen Flüche. Der erste davon manifestierte sich als Invasion der gutäischen Bergstämme.
Dem Krieg folgt eine Hungersnot. Die Naramsins folgt dem Untergang weit. Die Moral ist, dass der Mensch das Leid ertragen muss. Egal wie undurchschaubar die Absichten der Götter sind. Naramsin hätte die Prüfungen bestehen müssen, wie mühsam sie auch waren. Als Naramsin sich gegen die Götter stellte, kämpfte er einen Kampf, den er nicht gewinnen konnte. Und der Typ, also dieser Kurator, hat an der einen Stelle, als ich gefragt habe, also als er gefragt hat, ob er mir einen Tipp geben soll, hat er gesagt, der Weg zum Licht ist lang und beschwerlich. Wahrscheinlich kommt irgendeine Stelle, wo wir was ertragen müssen. Wir hatten ja schon die Stelle, wo Rachel an dem Seil baumelte und Nick wollte das durchschneiden. Und ich habe halt durchgehalten. Das war halt in dem Falle die richtige Entscheidung. Ah, das ist wieder die Tafel. Also geht es womöglich... Jetzt sag mal, jetzt Junge... Toll, jetzt hänge ich fest. Ich komme nicht mehr weiter gerade jetzt. Man muss also durchhalten. Das ist hier so die Parole. Ist hier noch was? Nee, hier ist jetzt das Ding da hinten. Das hatte ich noch nicht. Zu Händen Van Huyten. War das so ausgesprochen? Neue Funde zum Katalogisieren. Tonkrüge, akkadischer Mal, Knochenpfeife, Dolch verziert, sitzende, nackte Statue, Sternsymbol. AJ. Notizen für Forschungsarbeit. Die Probe trotzt unserem Verständnis von Biologie. Wie lange leben diese Wesen schon unter unseren Füßen? Wachen sie alle paar Jahrhunderte auf, um sich an uns zu laben? Den Akkadern waren sie ein Begriff, wenn auch nur aus alten Erinnerungen. Pazuzu ist eindeutig nach ihrem Vorbild entstanden. Ich vermute, dass die gesamte Folklore der Menschheit durch ihre Angriffe inspiriert wurde. Ein Urmythos, den alle Kulturen gemein haben. Der geflügelte Dämon, der gehörnte Satyr, der Minotauros, der Vampir. Da haben wir es zum ersten Mal laut ausgesprochen. Vampire halt. Also laut ausgesprochen nicht. Niedergeschrieben, erwähnt. Laut ausgesprochen durch mich. Hatte ich das hier vorne schon? Nee, hatte ich nicht. Wie oft das eigentlich passiert, ist euch das mal aufgefallen, dass man irgendwo eine Kaffeetasse draufstehen hat, die man dann wegtut und dann hat man eine Info? Krankengeschichte, Mary. Ah, okay. Nicht ansprechbar, Temperatur 38, also Temperatur steigt, Patientin schwitzen zeigt Anzeichen von Gelbsucht, nicht ansprechbar, Fiebermittel zeigten keine Wirkung. 12:15 Uhr, Temperatur 38, 3, Puls 165, kurze Phase der Klarheit. Sagt, sie habe Visionen der Dunkelheit und könnte die Farbe rot schmecken. Verliert das Bewusstsein, 1 Uhr, erwacht, schreit über Monster in der Dunkelheit, Fieber steigt, Teint zunehmend gelb verfärbt. 18 Uhr, Temperatur 38, 3, also Temperatur steigt nicht weiter. Puls immer noch schnell, schläft. 2 Tage seit Kontakt mit der Kreatur. Also es dauert schon ein ganzes Stück. Da wird die eine, die wir zurückgelassen haben, die wird auch noch eine ganze Weile daran zu knabbern haben, bevor die sich verwandelt wahrscheinlich. Aber warum hat sich denn der eine so schnell verwandelt, wenn hier steht, dass das 2 Tage dauert? Naja. Game's got a game. Hallo? Soll ich hier nicht durch? Wo genau soll ich dann hin? Da hinten komme ich ja her. Oder ist das hier alles nur zum Umgucken? Hier ist noch ein Tisch.
Pullman meint, dass das Funkgerät will uns von der Welt da draußen abschneiden. Aline kämpft in sie dafür verantwortlich ist. Ich persönlich hege immer noch Zweifel an, obwohl ohne Beweise alle verdächtig sind. Ich kann im Moment lediglich... Oh! 30. Dezember. Marys Zustand verschlechtert sich. Heute Abend erwachte ich aus einer erschöpften Benommenheit, nur um Lady Bradshaw vorzufinden, wie sie meine Frau mit weiteren verdammten Fragen quälte. Mary murmelte etwas von geflügelten Dämonen. Daraufhin leuchteten Bradshaws Augen auf und sie fragte, ob Mary diese Dämonen gerade spüren würde. Von ihrem Delirium gepackt, schlug meine Frau um sich und klammerte sich an Bradshaws Brust. Lady Bradshaw zog sich zurück. Und nach einer Weile konnte ich meine Frau beruhigen. Aha. Okay, die hat sich also verwandelt. Alter Schwede. Ich finde das halt wirklich gut, dass sie dieses Mal eine echte Bedrohung genommen haben. Dass da nicht schon von Anfang an so damit gespielt wurde, ja, das ist halt alles nur Fake. Nee, hier haben wir jetzt angefangen. Verdammt, wo muss ich denn jetzt lang? Hier ist die Tafel. Aber da oben ging es nicht lang bei der Tür. Hier ist noch was? Nee, das ist der Katalog. Das. Hä, hier geht's nirgendwo mehr lang aus oder oben. Ich finde das Funkgerät. Na, das Funkgerät ist... Da gehen Kabel lang. Meint er das vielleicht? Hier komme ich aber definitiv nicht durch. Oder ist das Kabel von der Lampe? Nee, es geht hier zu lang. Das Funkgerät ist halt da oben. Was wollt ihr denn? Ja, das hier, hier ist das Funkgerät. Da war ich aber schon von Anfang an dran. Du musst mir helfen, jetzt! Das Ding wurde doch sabotiert. Aber warum nur? Was Besseres haben wir nicht. Wenn sich was bewegt, Rückzug. Drin ist es sicherer. Gute Arbeit, Sergeant. Das Zeug bringt dich noch um. Klar, weil gerade nichts mein Leben so bedroht wie das Rauchen. Wo ist mein Feuerzeug hin? Was gibt's? Es ist nichts. Rachel stürzte ab. Eric fand heraus, dass Rachel sich mit Nick trifft. Ah ja, weil sie das Feuerzeug hat, obwohl sie nicht raucht. Nur ein Geistersignal. Selbst ohne Sender empfängt ein Funkgerät schwache Signale. Sind nur Geister. Dann reparier den Sender. Wenn wir ein Signal herstellen und Sendcom rufen können, dann ist es nicht mehr weit bis nach Hause.
Ich weiß nicht, ich bin kein Techniker. Mervyn hätte das hingekriegt. Ach was. Hast wohl Pech gehabt. Das ist lustig, weil er ihn umgebracht hat und so. نسيبهم يكمدوا. لا لا، احنا محتاجين الكلاب دول لنخرج من هنا. تجننت دول على الديوانة. انت ما شفتش الغول؟ في غول هناك، هو ده العدو الحقيقي. سليم انت تجننت. Okay, jetzt mal ohne Scheiß, willst du mir jetzt allen Ernstes sagen, dass der Typ die ganze Zeit hier unten war und hat nicht einmal Kontakt zu den Vampiren gehabt? وحيد لنفسك. أنا حاعد هنا. Oh, das ist gar nicht gut. Bring den Sender zum Laufen sofort! Ich brauche mehr Zeit! Colonel, verschanzen Sie sich im Tempel! Ich bleibe hier. Sie müssen zu den Kameras die Flanke schützen. Ich mach das! Lieutenant, ich... Ich sagte, ich mach das! Los! Oh... Ich meine, okay, danke, jetzt gehen die Viecher auf ihn los, weil da das Geräusch herkommt. Scheiße. Ah! Salim, das wäre jetzt echt eine gute Gelegenheit für eine Heldentat. Flanke angreifen. Nur so werden wir diesen Clown endlich los. Gib mir Deckung! Okay, diesmal hat das wenigstens geklappt mit dem Deckung geben. Das war knapp. Krieg keinen guten Schuss. Na,
Wen haben wir denn da? So, und... Oh, na toll. Und der trifft die Lampe. Rachel. Du lebst? Überrascht dich das? Wo ist Eric? Rachel? Kommt jetzt, ihr werdet jetzt nicht jetzt mit ihm trauern. Ich habe gehalten, solange ich konnte. Aber es riss, ich hab's nicht gekappt, würde ich nie tun. Ich weiß. Ich weiß. Können wir? Ach, Leute. Er ist es, oder? Ja, natürlich ist es er. Sie sind nicht der Hellste, Nick, aber selbst Sie müssen das verstehen. Ihr beide vögelt doch, oder? Ach, komm schon. Wer hast du nicht drauf? Hört auf! Er ist es, Rachel. Ich weiß es. Halten Sie den Mund, sonst schlage ich zu. Colonel hin, Colonel her. Nicht Nick. Ich wollte nicht mehr warten. Ich habe lange auf dich gewartet, Eric. Bis ich loslassen musste. Immer treu. Du liest nicht los. Ich schon. Freut mich, Sie zu sehen. Dachte, Sie wären tot. Wer hat's noch geschafft? Fast niemand. Mervyn ist tot. Joey. Wahrscheinlich auch. Clarice. Was ist los? Sie war infiziert. Die Dinger haben irgendwas in sie reingepflanzt. Ich konnte es nicht riskieren. Musste sie zurücklassen. Ah ja, sei mal ehrlich. Du hast sie nicht zurückgelassen, sie ist zurückgeblieben. Freiwillig. Sie hat sich vor meinen Augen verwandelt. Ich glaub dir. Bei Joey war es nicht anders. Oh Mann. Jeder Schuss muss sitzen. Ja, aber nicht, dass das was bringt, ne? Rückzug zum Haupttempel! Oh Gott. Ich werfe den Generator an. Fuck, das fehlt uns noch. Gibt es hier Minen? Leider nicht ausreichend.
Okay, jetzt bin ich Eric. Hat Eric nicht seine tolle UV-Lampe? Das wäre jetzt echt die Zeit dafür. Das war jetzt eine sehr gute Idee. Ah, fuck. Fuck! Das kann doch nicht wahr sein! Das habe ich jetzt gerade echt verpasst. Es ist Zeit für den Rückzug! Jemand was dagegen? Ich meine jetzt mal... Haben wir nicht schon geklärt, dass Kugeln nichts bringen? Warum... Die fängt doch jetzt garantiert mit dem MG an, oder? Nee, fängt sie nicht. Okay. Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit! Komm schon, komm schon. Es muss doch etwas geben. Warte. Ja! Okay, gehen wir in die Katakomben. Wir müssen runter. Runter? Da geht's nicht raus. Schickst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier. Alle Mann, los zum Astor! Alter Schwede. Zurückziehen. Nick? Jason meine ich. Das war jetzt echt der Moment zum Zurückziehen. Jason, jetzt bitte. Ich hatte schon Angst, dass ich den jetzt zurückgelassen habe, aber... Ich glaube nämlich, wenn wir gefeuert hätten, wäre sie dann zu spät hier runtergekommen und wäre dann von den Sprengladungen zerfetzt worden. Bleibt in der Mitte. Weil die Minen nämlich an der Seite sind. Jawohl. Okay, daran hätte es also gelegen. Wenn er jetzt gesagt hätte, geht auf der Seite, dann wäre sie voll reingerannt. Leise. Glaub, ich höre sie. Die Explosion hat uns abgeschnitten. Wir sollten weitergehen. Hallo nochmal. Mein Chef ist sauer. Ja, das sehe ich. Was ist da passiert? Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen könnte helfen, alle zu entspannen.
هاركون فكرة وشا. انت مش في مكان تحدثي. Doch, bin ich. Nur ein Mucks. Mag es besser. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Was aber? Klappe! Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Ich würde sagen, wir legen nur den einen um. Sie entscheiden, Colonel. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Sie sind der Feind, Nikki. Arbeiten wir zusammen. Es ist der einzige Weg. Ja, ich glaube auch, aber ich fürchte, dass dieser da nicht mitmachen wird. Sie kommen. Wir müssen die Tür öffnen. Warum steht ihr da herum? Helft! Denk nicht einmal dran. Fort, Jason! Der Feind des Feindes ist unser Freund! Los, komm schon, Mann! Shit! Hilf ihnen! Ich nehme den Korridor! Scheiße! Los! Kommen wir jetzt zur zentralen Grabkammer oder so? Opferkammer. Ah, hier ging's los, ganz am Anfang. Auf dem Tisch da hinter ihm waren am Anfang die Schädel aufgereiht. Ja. Tja, Leute, ich... Du kannst die Dialoge kaum verstehen. Ist zu leise, das Spiel. Ich hatte eigentlich am Anfang random gefragt, ob das... Mach mal ganz kurz, ich hoffe mal, dass das Spiel jetzt nicht irgendwie unterbricht. Achso, doch, okay, es geht automatisch in Pause. Ich mach's mal ein kleines bisschen lauter. So. Okay, ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen lauter. Aber viel lauter kann ich es nicht machen, weil dann... Nee, ich meinte random. Das war ein anderer Zuschauer, den kennst du aber nicht. Den kenne ich noch von Asias Server. Und der meinte eigentlich, dass es laut genug ist. Oh, der Typ vom Anfang. Balatu starb als letzter in den Tempelkatakomben. Balatu kehrte als einer der Untoten zurück. Ach du heilige Scheiße. Kruzifix, Kruzifix, Kruzifix. Weil das Gewehr bringt dir überhaupt nichts. Oh,
Ups. Ja, ich fürchte, dass. Also es fühlt sich so ein bisschen nach. Nach Endkampf an gerade. Ach du heilige Scheiße. Ach, Kacke. Salim wurde verletzt. Nick wurde verletzt. Scheiße. Oh, ist doch jetzt mal ernst, ehrlich. Ja, ich habe so das dumme Gefühl, dass ich hier gerade ein paar ganz dumme Entscheidungen getroffen habe, aber das Gewehr schien mir jetzt auch nicht unbedingt intelligent zu sein. Ich meine, das hat bisher auch nichts gebracht. Retten, immer retten. Oh Gott, gerade noch so. Aber die Verwandelten, die scheinen nicht so zu verbrennen wie die normalen. Ja, um ehrlich zu sein, mit dem Kruzifix hatte ich auch eher sowas gedacht, wie dass er eben das Ding jetzt irgendwo hinrammt. Das ist, wie sie halt einfach genau unter das Viech rollt. Das gibt's doch nicht. Kann hier auch mal einmal was klappen. Der Typ ist gleich aus dem Spiel geflogen. Nein! Das ist doch jetzt nicht wahr. Oh Gott, und der Typ. Okay, also Rachel ist tot, oder? Oder zumindest verwandelt die sich jetzt, weil sie gebissen wurde. Aber an welchen Entscheidungen hing es denn jetzt? Ich meine, ich habe ihn gerettet. Okay, gut, das hat vielleicht sie das Leben gekostet. Dann hätte ich vielleicht lieber das Gewehr nehmen sollen. Ey, pass mal auf, am Ende hängt das alles an dieser einen Entscheidung am Anfang, weil ich diese scheiß Phosphorgranaten nicht mitgenommen habe. Okay, er lebt auch noch. Alter, Rachel ist halt so im Arsch. Nee, mach's nicht. Was zur Hölle? Beweg dich ja nicht. Der Scheiß hier geht auf euch. Ohne euren Hinterhalt wären wir gar nicht erst hier. Ich wollte dir nichts Böses. Ich will dir wirklich nichts Böses. Ich schwör's. Ach was,
Ich bin der mit der Knarre. Im Ernst. Ich bin froh, einen Menschen zu sehen. Dieter. Komm schon, wir kämpfen gemeinsam. Dein Freund meinte, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das stimmt nicht immer, aber wir überleben nur, wenn wir zusammen kämpfen. Das Schwert und der Schild. Hörst du die Dialoge jetzt besser? Bisschen arg geschwollen. Aber gut. Okay. So. Jetzt haben die beiden sich zumindest schon mal nicht umgebracht. Wenn du auch nur versuchst, mich zu verarschen. Alter, jetzt hör mal auf mit der Nummer. Den Versuch überlebst du nicht. Ich töte Vampire. Denkst du, Marines machen mir Angst? Oh, jetzt kommt er aber. Jetzt kommt er aber mit einer ganz dicken Hose um die Ecke. Seht, wie die einzige Chance. Salim Ortmann. Vampirjäger. Der andere schlüpft durch. Na, scheiße. Alles okay? Was glaubst du denn? Es ist blockiert. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich will mal ganz kurz was gucken. Hier. Jason und Salim freundeten sich in den Katakomben. Na gut, ich würde jetzt nicht anfreunden sagen. Eric nutzt die UV-Lampe. Rachel nutzt die UV-Lampe, um Eric vor den Kreaturen zu retten. Ja, also Eric ist dann schon mal damit sich infiziert. Eine der Kreaturen trieb Rachel in den Katakomben in die Enge und infizierte sie. Okay, aber das ist der Beginn. Das ist also der Beginn einer neuen Kette. Deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, bei ihr kommt es jetzt einfach nur darauf an, dass sie möglichst schnell hier rauskommt. Vielleicht kann man ihr dann helfen. Freiräumen. Mach schnell. Sie könnten überall sein. Hast du eine Idee, womit wir es zu tun haben? Tja, ich würde sagen, das sind Vampire. Das sind Vampire. Unmöglich. Mein Vater sagte, wenn es nach Scheiße aussieht und nach Scheiße riecht, musst du es nicht auch noch probieren. Glaub mir, das sind Vampire. Wir müssen zusammenarbeiten, um sie zu besiegen. Ja, sieht langsam wirklich so aus. Geh durch! So. Danke. Wo steckt da das Ding eigentlich immerhin, dass das an seinem Rücken haftet? Das ist ja schlimmer wie bei... Hallo? Spiel? Oh, nee. Hallo? Ja, schönes Gesicht hast du. Ich kann mich nicht bewegen. Fuck.
Scheiße. Aber umschauen geht halt noch. Ja. Was soll er? Ich bewege mich nicht, wenn das Feuerzeug aus ist. Ach du Heilige. Okay, Salim wirft... Okay, also Salim muss diese Eisenstange werfen. Gut. Gut zu wissen. Was wirst du als erstes tun, wenn wir es hier rausschaffen? Meinen Sohn umarmen. Tontafel zeigt einen Priester, der mit einem Messer in der Hand ein Ritual durchführt. Auf ihr klebt ein Schildchen mit einer Nummer. Die waren halt auch hier unten. ist tot. Ich war bei ihr, als es soweit war. Und sagt ihr, wie leid mir alles tat. Ist wahrscheinlich seine Frau, die sich verwandelt hat. Diesen gottverdammten Ort gereist waren. Dass mir meine Eitelkeit wichtiger war als unsere Liebe. Als das Ende von allem sprach, wusste ich, dass sie ließ mich schwören, diesen Ort zu begraben. Tja, ich fürchte, dieser Ort lässt sich nicht so leicht begraben. Warum hast du für Saddam gekämpft? Wir hatten keine Wahl. Ja, das ist halt nicht wie in Amerika. Er war nett zu mir. Glück gehabt. In einer anderen Situation hätte er dich gekillt. Vermutlich. Ist das nicht genau der Punkt, warum Krieg so scheiße ist? Dass sich da Leute gegenseitig umbringen, die... im echten Leben, wenn die sich privat treffen würden, überhaupt nichts gegeneinander hätten. Was bedeuten die Symbole auf deiner Mütze? Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Also, es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Als die Flut kam, spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Die Geschichte habe ich jetzt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Uh-oh. Nein, nicht starten. Hallo? So, jetzt aber. Komm schon. Oh, ja, danke. Ich hatte die Tür aber schon auf. Nein. Ja.
Kampf schon rein. Da. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Okay. Aber das sagt halt immer noch nicht mit der Geschichte, inwiefern das jetzt mit dem Irakkrieg zusammenhängt. Fuck, weil er halt jetzt wieder, er ist halt jetzt noch mehr verletzt, oder? Okay, hier scheint nichts zum Untersuchen zu sein. Oh boy. Boah, es ist halt schon fast um zwei. Ich würde am liebsten aufhören, aber ich habe halt Angst, dass ich dann wieder alles von vorne machen muss, weil das Spiel mich wieder nicht laden lässt. Krankenstation. Könnte nützlich sein. Aber dass sie vor dem Krieg keine Probleme hatten. Ja gut, okay. Wenn du es einpacken willst, dann bitte. Hier gibt's doch Chemiewaffen, oder? Nein, gibt's nicht. Autopsienotizen. Große Mengen an Blut im Magen. Analyse der Blutprobe zeigt hohe Adrenalindichte. Ernährt sich der Organismus von Angst? Jagt Opfer Angst ein. Adrenalin wird ausgeschüttet. Angriffe. Willst du ein... Wieder so ein Kaffeetassen. Wieder so eine Kaffeetassen-Info. Krankengeschichte, Mary, Geschlecht. Das hatten wir doch schon mal. Patientin ist meist bewusstlos, wacht gelegentlich auf und schreit, schwitzt weiterhin krankhaft, Salzversorgung niedrig. Bewegung unter der Bauchdecke um Nebennieren herum. Er gerät zu OP zu diagnostischen Zwecken, aber ich fürchte, M würde das nicht überleben. 20.10 Uhr, Temperatur 38,6. Patientin wird immer schwächer. Weitere Bewegungen unter der Haut. Parasitärer Organismus. Eintritt des Todes 20.13 Uhr. Gott. Das haben wir halt auch bei der anderen gesehen, ne? Dass da sich irgendwas unter der Haut bewegt hat. Im Lager herrscht Chaos. Arbeiter werden vermisst. Lady Bradshaw. Aber ich kann es mir schon denken. Sie sehnt sich nach demselben Schicksal, dem auch sie möchte vermutlich sterben. 1. Januar 1947. 1 Uhr. Der Saboteur hat wieder zugeschlagen und uns hier eingeschlossen. Wir sind gefangen mit diesen Kreaturen. Ihr Kreischen ertönt von überall her aus der Dunkelheit. Crow hat sein Maschinengewehr geladen und zielt in Richtung der Katakomben. Mary hatte recht. Wir können das, was nicht lebt, nicht bekämpfen. Uns bleibt nur noch eine Wahl. Wir müssen den gesamten verdammten Tempel über ihn einstürzen lassen, auch wenn das bedeutet, dass wir mit ihnen hier begraben werden. Sie dürfen nicht von hier entkommen. Oh Mann. Gleichzeitig denke ich mir aber auch, also ich meine nicht, dass ich die Irakkriegsthematik nicht auch irgendwie spannend finde, aber ich würde ehrlich gesagt gerne bei den Leuten sein, damals. Okay, das ist das Foto nur nochmal. Höhlen.
Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da. Warte mal kurz. Was machst du da? Denkst du, sie leben noch? Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Deine Frau? Da kennt man jemanden all die Jahre und kennt ihn doch nicht. Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist. Ist das das Arschloch von vorhin? Er hat's nicht geschafft. Ist okay für mich. Ein Bösewicht weniger. Es kommt der Tag, an dem du dein Verhalten bereuen wirst. Ich bereue nichts. Den Teil haben wir aber auf dieser einen Tafel gesehen. Das ist der, wo Salim dann seine Stange da als Speer wirft. Was zur Hölle? Ganz schöne Wundertüte hier. Was zur Hölle? Was hältst du davon? Sowas habe ich noch nie gesehen. Siehst du das Aufzugskabel? Sie müssen runtergegangen sein. Aber wohl nicht mehr nach oben. Die Seilwinde sieht gut aus. Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen? Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Naja, und noch ein paar hundert Meter Stein. Die Vampire kommen garantiert von da unten. Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Bring den Aufzug zum Laufen. Du willst doch da... Um Gottes Willen. Ach du Scheiße, das Ding ist nie und nimmer TÜV geprüft. Ein uraltes Grauen wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben. Hoffen wir mal, dass Sergeant K. nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt, kann selten davon berichten. Und Jason und Salim, Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können,
Außer das Bein ist im Rücken vergraben. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen oder um ihre Überreste zu vergraben. Noch kurz mit dem Totenkopf. Du packst mich auf Sandy und nimmst mich mit ins Bett. Oh. Ganz ehrlich, so hatte ich es mir nicht vorgestellt, dass wir beide ins Bett gehen. Aber es ist immer noch besser als nichts. 3 Jahre zuvor. Sorry. Wir sind in der tiefsten Provinz. Was hast du erwartet? Melonenkaviar? Nicht gerade die tollsten Flitterwochen, oder? Ich erinnere mich daran, dass ein bestimmter jemand Eisklettern wollte. Eisklettern ist entspannend. Was ist los? Der Kerl, der mich bedient hat, er hat mich so komisch angeschaut. Ah, der kriegt wohl hier draußen nicht allzu oft eine Frau wie dich zu sehen. Und noch frisch geduscht. Er hat schräges Zeug erzählt. Was denn? Ach, nichts, fahren wir. Komm, erzähl's mir. Er sagte, dass ich nie wieder so glücklich sein würde wie jetzt. Was soll das denn? Das glaubst du nicht, oder? Natürlich nicht. Du weißt, alles, was ich will, Rach, ist dich glücklich zu sehen. Egal, wo wir sind und was wir durchmachen, ich bringe dich immer zum Lächeln. Siehst du? Du lächelst. Nächstes Mal pfeif nach mir und ich komme und verteidige deine Ehre. Oh, du wärst mein treuer Schutzhund, Schatz. Semper Fi. Das heißt immer treu. Dabei kann ich echt gut auf mich selbst aufpassen. Und jetzt setz dich richtig hin, du Provinzler. Und so hat er sein Bein verloren. Oh boy. Man muss aber zugeben, ein bisschen ist es ihre Schuld. Jess, bist du da? Oh fuck, Mann. Ja, und sie hat's halt richtig schlimm erwischt. Du wärst tot. Klar. Eric. Jetzt mal ohne Witz, könnt ihr jetzt vielleicht mal das Drama lassen? Oh, und das haben wir auf der Karte gesehen. Was zur Hölle? Funktioniert nicht. Colonel, Sie müssen weg! Du auch, Nick, du wirst mitkommen! Komm schon, Rach! Oh Gott, nein! Jetzt kommt der Terminator an. Hi. Hä, aber der bleibt halt jedes Mal stehen. Und wartet so wie kurz. So, na, guck mal, was macht. Ja. Na, versucht mal was zu machen, schießt mal auf mich. Nee, funktioniert nicht. Jetzt renne ich wieder hinter euch her.
kann Nick halt sterben, ne? Laut Vorahnung. Boah, Alter! Wo sind die, die sich über meinen Überbiss lustig gemacht haben? Ganz ruhig, du findest mich nicht. Schubs ihn da runter. Ach, okay, dann nicht. Alles frei. Das war haarscharf. Na, oh, Gott sei Dank. Sieht es ja doch gar nicht so schlecht aus. Ich finde das aber halt echt lustig, weil vorhin sah es halt echt noch so aus, so wie als ob alle gestorben wären. Sie hat aus irgendeinem Grund keine Bisswunden. Wir machen endlich reinen Tisch. Wir müssen es ihm sagen. Nick, hör zu. Nein, du hörst zu. Wenn ich hier unten sterbe, dann wenigstens als ehrlicher Mann. Ich mein's ernst. Du wolltest es ihm bei Zeiten sagen. Du musst es ihm jetzt sagen. Sag ihm die Wahrheit. Du trägst keinen Ring, weil deine Ehe schon vor einem Jahr zerbrach. Er hat recht. Es ist Zeit. Dann erklär's uns mal. Jetzt? Ist das dein Ernst? Ja, jetzt ist vielleicht die letzte Chance. Um Gottes Willen. Schön. Eric? Du und ich, wir hatten was Besonderes. Aber das ist sehr lange her. Ich liebe dich noch, Rach. Ich wähle doch nicht. Ich weiß nur, was das Beste für mich ist. Ich hatte ein Ziel. Ich habe mir ein Leben aufgebaut. Aber das Leben ist komisch. Heute warst du der Mann, in den ich mich einst verliebt hatte. Als du das Seil gehalten hast, wusste ich, du bist immer für mich da. Versuchen wir es nochmal. Oh. Nach allem, was er dir angetan hat? Das ist es ja. Ich kann nicht vergessen, was war. Ich würde es bereuen, dir keine Chance zu geben. Ich will nichts mehr hören. Dann sage ich auch nichts.
Ich verstehe. Colonel? Ma'am? Suchen wir Kolchak. Ey, aber jetzt mal ohne Scheiß, das Spiel hat auch echt wenige Gründe gegeben, warum sie den anderen hätte nehmen sollen. Ich meine, laut Aussage des Spiels sind die ersten paar Wochen zusammen. Was hat denn der gedacht? So schnell geht das mit Beziehungen nicht. Ja, sag ausgerechnet ich, derjenige, der noch nie eine hatte. Ich habe schon viel krankes Zeug gesehen, aber das hier schlägt alles. Das hier sieht aus wie ein fucking Dark Souls Level. Willst du auf sie warten oder? Du musst kein Klugscheißer sein. Gehen wir. Oh, das glaube ich, Susi. Das glaube ich sofort. Wenn man einmal so eine Verbindung zu jemandem hatte, ich glaube, das geht wirklich nicht so schnell weg. Da müsste derjenige schon echt verkacken. Viele der Funde belegen unsere These, dass der Tempel für Opfer genutzt wurde. Wir wissen, dass eine jahrhundertelange Dürre das Akkadische Reich bedrohte. Dieselbe Dürreperiode, die auch das alte Königreich in Ägypten heimsuchte. Die Dürre führte zur Massenflucht aus vielen mesopotamischen Städten und lockte die barbarischen Stämme der Gutäer aus den Bergen hinab auf das Flachland. Es kam zum Krieg zwischen ihnen und den Akkadern. In diesem Tempel finden wir Belege dafür, dass man verzweifelt versuchte, die Götter milde zu stimmen. Schwarzer Onyx. Onyxsteine waren ein Symbol für negative Energie und Unglück, vielleicht aufgrund der Überzeugung, dass böse Uduk-Dämonen die Welt bevölkerten. Stein mit Loch, mesopotamisch. Der Stein zeigt Figuren, die eine Sonnenfinsternis anbeten. Das ist der Stein, den Salim gefunden hat, wo er gesagt hat, da oben fehlt halt was. Die beten eine Sonnenfinsternis an. Zusammen mit R6 bildet das Stück eine Sonnenfinsternis ab, die eine Katastrophe voraussagt. Ist das ein sicherer Rückweg? Nee. Das war nicht mal ein sicherer Herweg, Junge. Tun die wirklich nicht. Wir sollten da wegbleiben. Oh fuck, ey. Wie viele sind hier unten? Das gehörte Randolph Hodgson. Vielleicht erfahren wir sowas Nützliches. Ihm half's nicht. Ah, scheiße. Alles rausgerissen. Ganz toll. Sehr schick. Mary Hodgson. Muss seine Frau sein. Ist nicht gut ausgegangen. Diese. Was? Ich darf nicht so enden. Na, ich kann leider dieses Mal nichts versprechen. Das ist dieses Mal deutlich schwerer, als die letzten Male alle durchzubringen. Wenn dieser Tempel fällt, werden meine Frau und ich wenigstens das schulde ich ihr. Das Porträt, das ich mit meiner Uhr bei mir trage,
zeigt die Mary, an die ich mich erinnere, und nicht dieses. Es ist alles Lady Bradshaws Schuld. Sie wusste von Anfang an, was hier unten war. Sie hat uns zu ihm geführt. Vorhin stieß ich unten auf sie, über den ermordeten Leichnam von Huytens gebeugt. Als sie sich mir zuwandte, sah ich, dass sie sich verändert hatte. Ich griff nach der nächstbesten Waffe, einem eisernen Zeltering. Ich stach mit dem Metall auf sie ein und spießte ihr Herz auf. Bei ihrem Tod ertönte ein schreckliches Kreischen von tief unten, wie eine Antwort auf das vergossene Blut. Haben die Dinger so eine Art Schwarmintelligenz? Dass die spüren, wenn einer von ihnen getötet wird? Oh fuck, was ist denn das hier? Obwohl ich sagen muss, die Textur hätte auch besser sein können von diesen komischen Leuchtpusteln. Das, wo wir hier gerade drauf stehen, warum sieht das aus wie aus einem Alien-Film? Was zur Hölle? Jetzt mal ohne Das ist ein Raumschiff. Das sind Raumschiffe, oder? Das sieht aus wie Antriebe. Das sind, glaube ich, wirklich Aliens. Was ist diese Hölle? Ist das wirklich echt? Das sieht halt original aus wie Alien, ne? So die, wie Prometheus, so die Architektur. Bestraft uns für alle Fehler, die wir je gemacht haben. Sehen ist alles, was mir noch bleibt. Als uns meine Frau verließ, wollte ich, dass er alles hat, was ich nie hatte. Alleinerziehend. Muss hart sein. Schon. Aber... mein Junge macht mich sehr stolz. Er geht nach London, zur Universität. Wenn er nur nicht klauen würde. Er fehlt mir so sehr. Ist dein Gewissen rein, Jason? Grüne Zone. Der Checkpoint. Welcher Checkpoint? Nick und ich wurden aufgehalten. Am Checkpoint hatte es schon mehrere Anschläge gegeben. Da war eine Frau. Sie hatte eine Tasche. Weiter. Ich sagte, sie soll stehen bleiben. Aber das tat sie nicht. Sie ging weiter. Ich musste was tun. Nick hat sie erschossen. Was war in der Tasche? Einkäufe. Verstehe ich nicht. Warum ist sie nicht stehen geblieben? Hat nichts gehört. Sie hatte Kopfhörer auf.
das. Das ist Schwachsinn. Ich will hier keine Toten ehren. Mein Leben war komplett am Arsch. Ich wollte hier unbedingt dabei sein. Jeder hat seine Gründe, tiefgründig oder nicht. Tiefgründig, ja? Als die Türme fielen, war ich völlig bekifft, Mann. Ich habe erst eine Woche später davon erfahren. Tiefgründig genug? Ich weiß nicht mal, was zur Hölle ich hier mache. Du dienst deinem Land. Die Frau hatte Familie. Freunde. Und ihr ganzes Leben vor sich. Wir haben es mit einer Kugel beendet. Fuck, warum? Ich kann dich denken hören. Wir warten darauf, dass was passiert. Vielleicht sollten wir selbst dafür sorgen, dass etwas passiert. Was schwebt dir denn vor? Wir gehen da rein und tun ihnen irgendwie weh. Diese Dinger sind in unseren Köpfen. Sie wollten uns töten. Aber du und ich, wir stehen noch. Glaub dran, Salim. Wir kommen hier raus und sehen die Sonne wieder. Glaubst du denn wirklich daran? Hurra! Was ist das für ein Geräusch? Das Motto der Marines. Oh. Dann bin ich jetzt auch ein Marine? Eins nach dem anderen, okay? Okay. Hey, was auch immer passiert, ich deck dich. Wir kämpfen zusammen. Es geht nur so. Fucking Aliens. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Twist geil. Weil ich das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Feuerwerk! Was ist das? Jetzt mal ohne Scheiß. Da haben sie sich wirklich mal was Geiles aus dem Hut gezaubert. Ich meine, in Man of Medan ging es um Horror, der sich am Ende nicht als Horror rausgestellt hat, sondern halt einfach nur als Auswirkung von einer Biowaffe. In Little Hope hat sich rausgestellt, dass sich alles nur im Kopf von einem Kerl, von einem schizophrenen Mann abgespielt hat. Aber hier hauen sie jetzt wirklich alles raus. Will es gar nicht wissen. Hier saßen die. Ja, hier sind Steuerpulte. Alter Schwede. Ey, ich feiere das gerade so sehr. Da haben sie sich echt was getraut. Dieser Ort könnte schon seit tausenden von Jahren hier unten sein.
Gott hat sie nicht erschaffen. Nein. Vielleicht sehen wir das von der falschen Seite. Was soll das denn heißen? Wir sind die Eindringlinge. Salim, sieh mal hier. Ein seltsames, tragbares Gerät, das bei Berührung einen Akkord spielt. Offenbar setzten die Kreaturen fortschrittliche Technologie ein, um akustische Geräte mit unbekanntem Zweck herzustellen. Nimm das mit! Du hast einen Rucksack! Eine Sprache, vielleicht. Du hast die Mistviecher gesehen. Die sind nicht sehr gesprächig. Sie nicht unterschätzen. Sieh dich nur um. Diese Dinger sind intelligent. Überall dieses Moos. Kommt's mir nur so vor? Oder lebt das? Salim. Sieh mal hier. Eine der Kreaturen. Nur älter. Uralt. Es ist aber tot, oder? Berühr's. Mach du doch. Weichei. Ich werd's wirklich nicht mehr. Ach, du großer Gott. Nein! Fuck. Hast du das gesehen? Und ob ich das habe? Die Kreatur ist versteinert. Sie muss Millionen Jahre alt sein. Ah, Mann. Ich glaube, der Typ ist jetzt auch vergiftet. Oh, das ist der andere Typ. Alles, was von diesem Schleim berührt wird, ist erhalten geblieben. Ist das krass. Seit Tausenden von Jahren. Schau ihn an. Die Rüstung. Totaler Methusalem, der Kerl. Der lebt. Der Teil. Alter, der lebt sogar noch. Hast du das gesehen? Der lebt. Das ist unmöglich. An diesem Ort. Ist nichts unmöglich. Oh, Scheiße. Der war die ganze Zeit lebendig und sitzt hier mit halbem Kopf rum. Die Flüssigkeit hat sein Fleisch erhalten. Sein Gehirn. Was sollen wir tun? Oh Gott, stell dir mal das Schicksal vor. Du sitzt da tausende von Jahren, während die Hälfte deines Körpers schon komplett skelettiert ist. Ach, Mann, Alter. Ist aber halt unklar, ob die hier abgestürzt sind oder ob die bewusst hergekommen sind.
Was mir hier gerade für eine Idee so kommt, wie man so ein Spiel aufziehen könnte, ne? Wie gesagt, wir hatten Man of Medan, da war es so ein, da hattest du scheinbar irgendwelche Geister, irgendein Geisterschiff. Ich sollte vielleicht echt nicht hier drauf kommen mehr, oder? Du hattest Little Hope, wo es eben Schizophrenie, Geisteskrankheit war. Jetzt hast du eben eine tatsächliche Bedrohung, scheinbare Vampire, und dann ist der Twist am Ende nicht, dass es eben doch keine Vampire sind, sondern dann ist der Twist plötzlich, dass es Aliens sind. Es gibt ja dieses Spiel, das Stanley Parable, was so teilweise darauf reagiert, was du so machst, und dann entwickelt sich die Story in eine komplett andere Richtung. Man könnte ja mal wirklich so ein Spiel machen, halt was so ist, hier wie das hier, wo deine Entscheidungen nicht nur entscheiden, welche Figuren am Ende überleben und welche nicht, sondern auch, wie die Geschichte aufgelöst wird. So je nachdem, welche Entscheidungen du triffst, je nachdem, welche Korridore du lang gehst, kommt da ein komplett anderer Twist raus. Dann hat der eine eben, ja, eine Geschichte, wo es Aliens sind am Ende. Nimm ihn mit. Die Fraktur dieses versteinerten Schädels lassen darauf schließen, dass die Stadtbewohner eventuell von einem invasiven Parasiten befallen wurden. Ah, und diese Viecher, alles klar. Und die Viecher, die da oben sind, sind gar nicht, es sind Aliens, die von diesen Parasiten befallen wurden. Alter, fuck. Also die Vampire sind Vampire, aber die ursprünglichen Vampire sind Alien-Vampire. Das ist immer krasser. Salim. Was ist los? Jackpot, würde ich mal sagen. Oh mein Gott. Selbe wie ich. Meinst du, das sind Kokons? Ja. Dann denke ich dasselbe wie du. Ey, nur mal zur Info, ich mache maximal bis um 3. Also noch eine halbe Stunde. Wenn es bis dahin nicht endet, dann ist es halt so. Dann kann ich nur hoffen, dass ich dann den Spielstand laden kann. Ich muss halt echt besser aufpassen. Ich glaube, jetzt ist Umgucken vorbei. Oh, Scheiße. Alter. Oh, das sind die anderen. Oh Mann. So, jetzt ist die Frage, wer stirbt dieses Mal? Oder stirbt dieses Mal jemand? Ich gebe Deckung! Los! Oh, mein Neffe.
Oh, die waren auch hier. Alter, dieser eine Archäologe hat es aber auch echt weit geschafft, ne? Die verdammte Kavallerie! Dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Oh Gott, weil ich diesen einen QTE verpasst habe, ist der jetzt krank. Hab einen toten Vampir inhaliert. Bin total high. Körne, sie leben. Durch den Tunnel zu kriechen, war wirklich mehr als unangenehm. Schön, Sie wiederzusehen. Hier, meine Hand. Gut, dass du hier bist, Mann. Dieser Ort. Was ist das hier? Schon gut. Bist okay. Ein Plan muss her. Ich finde es immer noch lustig, wie diese Eisenstange einfach an seinem Rücken klebt. Sergeant Kay, was haben wir noch? Wir haben, 8 Magazine 556 FMJ, 3x40mm Explosivschuss, 2 9mm Pistolen und 4 Magazine. Das sollte passen. Oh, und ein Block. Composition C4. Was ist mit der UV-Lampe? Hat was abbekommen. Ich krieg das hin. Einen Moment. Es reicht einfach nicht. Und wir haben das hier. Ist alt. Unberechenbar. Es muss eben reichen. Keine Lunden, aber wir können sie mit dem C4 hochjagen. Hoffen wir, sie ballern noch gut. Die Vampire kommen aus diesen Kokons. Ihr habt die ganzen Dinger gesehen. Da könnten Tausende drin sein. Wir jagen sie hoch. Fackeln so viele Mistviecher ab wie möglich und dann zurück nach oben. Machen wir es so, Sergeant? Hurra. Ich lasse nicht zu, dass er eine Waffe hat. Da sind wir schon drüber hinaus, Ma'am. Wir kämpfen gemeinsam. Wenn du noch den Verbandskasten hast, jetzt könnten wir ihn gebrauchen. Oh. Ist nicht sehr viel drin. Ich kann nur eine Person verarzten. Darauf wäre die Presse zu Hause echt scharf. Okay. Nick hat mit dem Verbandskasten Salims Wunden versorgt. Nicht seine eigenen. Nick ist allerdings auch verletzt. Oder beziehungsweise vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, aber es könnte halt sein, dass einer von beiden oder dass Salim vielleicht verblutet wäre inzwischen dann. Schmutzige Details? Es gehörte Mary Hodgson. Von allem, über das sie geschrieben hat, fiel mir eins besonders auf. Und zwar? Sie wollte nach Hause. Mary ist nicht die Einzige. Oder? Nee, ich glaube, wir wollen hier alle nach Hause. Na, was haben wir hier? Noch eine Tafel mit noch einer Vision? Ja. Oh! Das
ist interessant. Ich hatte ja schon mal gesagt, Susi, auch für dich nochmal, dass der vierte Trailer schon raus ist. Also der Trailer für den vierten Teil der Dark Pictures Anthology. Und der wird sich um einen Serienkiller drehen. Und das Interessante ist, also bei diesen Dark Pictures Spielen hier ist es immer so, dass der letzte Hinweis, den man in einem Spiel findet, die letzte Vorahnung, bezieht sich immer auf das nächste Spiel. Das heißt, wir sind jetzt wirklich am Finale. Es ist jetzt definitiv bald vorbei. Und offensichtlich ist erstens wieder dieser Typ dabei, der schon hier den Dar gespielt hat, den Captain Dar. Und im letzten Spiel den Lehrer gespielt hat. Und wenn der ein Feuerzeug anmacht, löst er damit eine Falle aus. Wo er verbrennt. Und die ist auch wieder mit dabei. Ja, das ist der letzte zentrale Hinweis. Oh Gott, ich habe hier einige vergessen. Naja, einige. Drei. Ich habe drei Stück vergessen. Nicht vergessen, verpasst, sagen wir es so. Ah ja, damit ist jetzt, wie gesagt, schon mal eine Sache klar. Ich ziehe es jetzt durch. Ja, ich ziehe es jetzt auf jeden Fall durch. Das ist jetzt definitiv das Ende, weil das kommt immer erst am Ende. Dieser letzte Hinweis dann schon vom nächsten Spiel. Je mehr ich über die musikalische Sprache dieser Kreaturen herausfinde, desto fieberhafter überlege ich, wie sie hierher gekommen sind. Sind sie in den Tagen der Dinosaurier durch die Lüfte geglitten? Hat ihr riesiges Reich den Globus umfasst, als wir uns noch von Bäumen hangelten? Sie sind jetzt tot. Ihre Form ähnelt der unsrigen, aber alles andere an ihnen ist dem Leben, wie wir es kennen, fremd. Die Konsole zeigt anscheinend eine Sternenkonstellation, Cetus, von der Erde aus gesehen. Kamen sie von dort und haben die großen Weiten des Alls durchquert, um hier zu landen? Haben sie versucht, zurück nach Hause zu reisen? Bestimmt. Vielleicht waren das Flüchtlinge. Vielleicht ist ihre Welt untergegangen. Sind wir sicher, dass das klappt? Wird es. Diese Sache zwischen uns beiden. Vergiss es, Nick. Ich wollte nur... Halt! Konzentrier dich auf unser Ziel. Nur so kommen wir hier raus. Ja. Bitte lass das jetzt mal für oben sein. Sie hat sich jetzt für Nick entschieden und damit ist Basta. Komm, ich helf dir. Geht schon. Ich hab das schon mal gemacht. Und ich viele Male seither. Kümmern, was auch? Fuck! Was rede ich da? Was stimmt nicht mit mir? Rachel, alles okay? Rachel. Geht schon. Mir geht's gut. Mach das selbst. Oh mein Gott. Pullman, Bestellung neuer Ausrüstung. Spitzhacken 12, Seile mindestens 300 Meter, Sperrholzkisten 29 extern. Alter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Sinn macht, dass derjenige, welche es hier tatsächlich so weit geschafft hat. Ich meine, wir haben es gerade so geschafft und der muss ja auch irgendwie auf diese ganzen Untoten und so getroffen sein. Mann, Jason, wer von uns sieht übler aus? Du oder ich? Gar nicht. Aber du siehst echt nicht gut aus. Mir ist nur kalt. Alle wissen jetzt über Nick und dich Bescheid, oder? Ja. Ist besser so. Geheimnisse hin oder her. Sie machen einen nur krank. Ich mag auch keine Geheimnisse, tatsächlich. Sie kommen, wir müssen es hier beenden. Mit wenn mir noch genug Zeit bleibt, wird es meine letzte Handlung sein. Dieses Tagebuch auf. Vielleicht kann es als Warnung für jene, denen die... Keiner von ihnen hat überlebt. Ich glaube, wenn jemand hier unten angekommen ist,
braucht man keine Warnungen mehr. Parasites takes over. Hunts victim. Implants parasite. Parasites. Also, jagt Opfer, pflanzt Parasit ein. Parasit reift heran. Wirt stirbt. Parasit übernimmt den Körper. Ein außerirdischer Parasit. Ganz ehrlich, damit hatte ich nicht gerechnet, als das hier angefangen hat. Meine Fresse, ich streame jetzt schon seit über 5 Stunden. Wenn ich das runterlade, das wird ewig dauern. Und dabei werde ich noch nicht mal alles fürs Video nehmen. Eine Sprache aus Akkorden, Tonleitern, schallbasiert. Mary spielte Klavier. Sie hat es entschlüsselt. Sie dachte, die Gravuren stehen für Sterne. Siehst du? Das ist Cetus, der Wal. Wir sind weit weg vom Nachthimmel. Es ist ein Rätsel. Dem Tagebuch nach hatte das Gerät nur eine einzige Tonleiter. Mary hatte sich's allein angesehen. Es könnte eine weitere geben. Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich tun? Diese Konsole muss von 2 Personen bedient werden. Ich weiß gerade gar nicht, ich mache das halt nur so, wie das Spiel es ansagt. Ja, okay. War jetzt nicht direkt ein Rätsel. Ich dachte jetzt allen Ernstes, ich muss jetzt wirklich die richtige Sequenz finden. Dass die Kreaturen einst friedlich waren. Ihre Sprache war Musik. Wie könnten sie da nichts fühlen? Dann geschah eine Tragödie. Ihr riesiges Reich ging unter. Ihre Musik verstummte und sie bekämpften einander. Was ist passiert? Eine Krankheit? Wahnsinn? Aus dem Architektenkiller. Was es auch war, es hat sie verändert. Jetzt sind sie voller Hass. Tiere, tote Wesen. Keine Opfer übrig. Sie schliefen und warteten. Und zwar auf uns. Scheiße! Rachel! Rachel? Rachel! Rachel! Rachel, sieh mich an! Oha. Jetzt sieht man, wie die hierher gekommen sind.
Alter, wie krass ist das bitte gemacht? Sie kamen von den Sternen. Das hier ist eine Arche. Tu doch was, sie wird zu einem von denen! Bitte, Rachel, du musst durchhalten. Es bringt mich um. Ich mach dem Elend ein Ende. Halt sie fest, verdammt. Nein. Wir können sie noch retten. Es muss einen Weg geben, das darf nicht sein. Es geht nicht anders. Halt sie fest. Ich muss dich ausschalten. Ich bin Jason. Ich sag jetzt einfach mal nein, weil ich irgendwie doch noch Hoffnung habe, aber ich glaube, es ist ein Fehler. So kann man jetzt vielleicht bitte mal. Warum hast du nicht? Weil wir Hoffnung brauchen. Ein Vorschlag. Dann raus damit, Alter. Die Flüssigkeit in den Kokons könnte was bringen. Wie kommst du denn jetzt darauf? Wovon redet er? Die Flüssigkeit hält am Leben, aber man altert nicht. Woher willst du das denn wissen? Hab's gesehen. Da war ein Mann, bedeckt mit der Flüssigkeit. Und er hätte tot sein sollen. Aber er war es nicht. Diese Flüssigkeit könnte auch Rachel retten. Ist das dein Ernst? Das ist verrückt. Wir wissen nichts darüber. Es könnte die Verwandlung aufhalten. Die Kokons würden sie schützen, bis wir Hilfe holen. Die einzige Hoffnung. Tja, keine Ahnung. Ja, tu's halt einfach. Tu's einfach. Mach, dass es aufhört. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, was ich machen soll. Ach du heilige Scheiße! Das Ding. Ich hab grad Erfolg freigeschaltet. Das Ding. Wo ist das Vieh? Komm her. Ich glaube, ist das hier ein Fehler, dass das hier nicht an ist? Ja.
Ein Alien-Parasit, der von einer der Kreaturen in Rachels Körper eingepflanzt wurde und dort heranwächst. Dies belegt, dass die untoten Kreaturen von parasitären Lebensformen gesteuert werden. Alter. Kannst jetzt vielleicht wenigstens das Vieh mal mitnehmen, dass du einen Beweis dafür hast, dass hier abgeht? Was ich sehe? Das besteht alles aus Kokons. Tausenden davon. Legen wir den Sprengstoff dort. Verbrennen sie. Shit. Sie schlüpfen. Wir müssen hier weg. Schnell. Okay, aufgepasst. Wir haben viel eingesteckt. Brüder verloren. Aber jetzt wird's Zeit, uns zu rächen. Wir bringen überall an den Gebilden Sprengstoff an und benutzen dann die Fernzündung. Sobald das Zeug hochgeht, machen wir, dass wir wegkommen. Mit etwas Glück rösten wir nicht nur ein paar Vampire, sondern lenken auch welche ab. Wenn wir hier sterben, nehmen wir wenigstens ein paar dieser Viecher mit. Okay. Wer platziert das Dynamit? Ach, scheiß drauf. Ich mach's. Du spinnst. Wir machen's zusammen. Nee, die sehen uns. Wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder, falls ich es nicht schaffe. Nick! Hör zu. Falls ich's nicht schaffe, musst du die Dinger hochjagen. Aber ja, nicht zu früh dann rumfummeln. Du bleibst immer in Funkkontakt, klar? Und wenn ich keinen Empfang habe? Gebe ich ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Sei schnell und vorsichtig. Verstanden, Kumpel? Brauchst das? Oh ja, danke, Colonel. Eric nutzt die UV-Lampe. Eric. Okay. Und das wäre jetzt alles nicht passiert, wenn wir nicht gerafft hätten, dass die Viecher gegen Licht anfällig sind, oder was? Hätten wir das verpassen können? Das wäre ja voll interessant, wie sie es dann irgendwie jetzt gemacht hätten. Wonach suche ich, halte ich jetzt gerade Ausschau? Oh. Da, da ist einer vor ihm. Links vor ihm. Nick, die Kokons vor dir brechen auf. Mach schneller, Mann! Erste Ladung platziert. Over. Oh Gott, der Typ schon wieder. Das Blut von Nicks Verletzung hat eine Kreatur im Gewölbe geweckt. Ach, ganz toll. Ich glaube, das war's für Nick.
Alter. Komm schon, bisher leben alle noch. Selbst die Alte hat ihren Parasiten ausgekotzt. Na komm schon. Ich versuche es. Der Weg zurück ans Licht ist lang und beschwerlich, deswegen lieber den schwierigen Weg nehmen. Er wird das Ende nicht kommen sehen. Schade. Alles frei, Nick. Du kannst los. Ich hätte jetzt gerne selber entschieden. Platziere Sprengstoff. Na, fuck. Scha. Tja, schade, das war der erste Tote. Da habe ich ein bisschen zu früh gedrückt. Das ist ohne Witz für mich das allererste Mal in einem dieser Spiele, dass mal einer stirbt. Holy fuck. Das Spiel verzeiht hier echt nichts, wenn du dich da einmal verdrückst. Nick, antworte verdammt! Komm schon, Bruder, sag was. Tut mir leid. Ja. Naja, wenigstens kann der jetzt auch in Frieden ruhen. Bin umzingelt. Ich stecke in der Klemme. Vampir.
ist praktisch tot. Wir müssen weg. Der Mann gehört nicht zu uns. Keinen Mann zurücklassen. Ich gehe. Salim gehört zu uns. Marines lassen niemanden zurück. Hörst du mich, Salim? Falls ich es nicht schaffe, sag meinem Sohn, ich habe alles versucht. Sag's ihm selbst. Ich komm dich holen. Jason ging zurück in die Stadt, um Salim zu retten. Okay. Es ist halt echt ärgerlich, dass wir Nick verloren haben. Also ich habe ihn verloren. Okay, das ist die Vorahnung. Zack. Und rein da. Alter Schwede. Jason! Ja, genau das. Alter Schwede, ey, der wird hier zum Superkrieger. Ja. Ich hab mal Volk freigeschaltet, Slayer. Alter. Sag doch, Salim, Vampirjäger. Errungenschaft freigeschaltet, Semper Fi. Immer treu. Bravo, Lieutenant. Sie sind echt ein Held. Oh Mann, das war so verdammt unglaublich. Die haben uns überrannt, aber Salim und ich sind durch sie durch, wie beim letzten Touchdown des verdammten Super Bowl. Hört zu, wir sind noch nicht in Sicherheit. Aber ihr, so wie ihr seid die Besten. Ach was, die Besten der Besten. Wir schaffen's nach Hause. Naja. Hurra. Ich bin noch nicht ganz so überzeugt davon. Wie gesagt, nur ein falscher Druck hier auf die Taste und es kann alles vorbei sein. Oh Gott. Was ist denn jetzt noch? Komm schon. Wir gehen zusammen. Ach, nee. Die... Ja, Clarice blieb zurück. Clarice kehrte von den Toten zurück und griff die Überlebenden an. Fuck. Ah.
kick sie runter. Na also. Verdammt. Ich hätte sie nie gehen lassen sollen. Hätte ich sie doch nie hergebracht. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, wenn die das jetzt noch schaffen. Gott, das Bild von denen auf der Hand. Oh. Na, Gott sei Dank. Als ob die Götter höchstpersönlich sie nach draußen getragen hätten. Nur Nick hat's am Ende nicht geschafft. Wie haben wir das bloß überlebt? Geht es euch gut? Wir leben. Verdammt, wir leben. Dropkick an Coyote 2. Funkcheck, over. Hier Rhino 15, bestätige. In 5 Minuten sind wir bei euch. Wo zur Hölle wart ihr? Over. Luftunterstützung wartete auf die Überlebenden. Ja, okay. Und deswegen habe ich das gemacht. Okay, das hat sich also ausgezahlt. Wir haben sie besiegt. Oh, echt erstaunlich, wie hell es hier ist. Ob die Hirten wohl noch hier sind? Ich hab Lust auf ein Bier. Ich muss zurück zu meinem Sohn. Er macht sich sicher schon Sorgen. Och, nee. Ist nicht dein Ernst. Nein, nicht nochmal. Ich will, es ist doch nicht jetzt. Alter! Okay, wie lange dauert so eine Sonnenfinsternis? Die Holztüren? Okay, jetzt muss ich mich echt konzentrieren. Wie lange dauert so eine Finsternis? Ja, das habe ich auch gerade gefragt. Wir müssen nur durchhalten. Das ist viel zu lang. Beschwer dich doch beim Mond. Okay, hat der eine Hotline? Here's Johnny!
letzter Cliff. Gibt es nichts Besseres zu sagen? Ja, da wäre noch ein bisschen Munition. Feuerwerk? Feuerwerk. Keine Munition? Zünden. Wir halten sie auf. Oh, das war ja geil. Was? Oh. Na? Na, komm schon. Nein. Weg da. Yes. Und noch mal yes. Sehr gut. Sehr gut. Ah, fuck. Oh Gott, jetzt zieh noch mal. Gott, wie lange geht das noch? Oh ja, Gott sei Dank. Oh, wir haben es geschafft und es ist keiner weiter gestorben. Heilige Scheiße, Alter. Oh. Ich war gerade so aufgeregt, war wirklich, weil jeder falsche Druck auf die, also jeder Druck auf die falsche Taste hätte der letzte sein können. Oh Mann, ey, aber umso saurer bin ich jetzt gerade auf Nick, weil das ist jetzt quasi the one that got away. Also die ganze Zeit, seit Until Dawn, habe ich bei diesen Spielen immer alle durchgebracht. Das ist der erste, der jetzt mal gestorben ist. Fuck. Aber immerhin sind hier jetzt jede Menge verbrannte Vampirkadaver. Dann könnt ihr erstmal alle sehen, dass das echt war. Ein herrlicher Anblick. So wunderschön. Boah.
4 Überlebende, schade. Es hätten auch 5 sein können. Naja, gut. Reiten wir nicht weiter drauf rum. Ah, das war halt so ärgerlich, weil es wirklich nur ein Druck auf die A-Taste. Und dann auch noch dieses bekloppte Puls-Herzschlag-Minispiel. Ausgerechnet das verkacke ich. Aber ich bin so froh, dass wir Salim durchgebracht haben. Hey, bisher definitiv der beste Teil der Serie. Kannst du sagen, was du willst. Ja, und da geht eine Kerze aus. Die jetzt noch stehen, die standen frei. Und diese fielen frei. Nicht schlecht. Einige Schützlinge kehrten ans Licht zurück. Andere blieben in der Dunkelheit. Überleben hat oft einen hohen Preis. Einen Preis, den manchmal andere zahlen müssen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Vielleicht wähle ich nächstes Mal eine etwas wohligere Geschichte. So wohlig, dass sie nachts noch schön durchschlafen können. Oh, ich werde jetzt, ich werde jetzt richtig schlafen. Sein wird. Der Abschied wird ihnen schwer. Bis zum nächsten Mal. Sie kennen den Ausgang. Ja. Bis dahin. Oh, was war denn das für ein Obelisk im Hintergrund? Alter. Dark Pictures, House of Ashes. Ich hab einen Nachtflug hinter mir. Was denkst du denn? Guter Flug? Scheiß Film, scheiß Essen, null Beinfreiheit. Musst du es hinten sitzen? Neben den Klos. Schön. Oh, ich kann dir ja mal was von meinen lecker Problemen erzählen, Junge. Echt leckere Muffin. Bericht gelesen? Auf dem Flug. Wie läuft es mit dem Analyseteam? Das ISG-Team erlitt Verluste, aber es war kein totaler Reinfall. Mussten nur ein paar vom Boden aufkratzen. Die Ärmsten. Und die Kreaturen? Sowas haben wir noch nie gesehen. Kolchak Jason, First Lieutenant, Marine Force Recon. Bester der Besten, was? So wird er angepriesen. Fuck! Wie oft soll ich Ihnen diese Geschichte denn noch erzählen? Ich verstehe. Aber Samcom ist besorgt wegen der Normarbeit. Welche? Die ganze Mission war nicht normal. Warum haben Sie sich denn mit dem Feind verbündet? Sie waren nicht da. Die haben uns massakriert. Mir war es scheißegal, wer es war. Wir brauchten jede Unterstützung. Ich bin durch die Hölle gegangen, um Salim zu helfen. Der Mann war 5 von ihrer Sorte wert. Semper Viehscheiße nochmal! Und Sergeant Kay? Nikki hat's nicht geschafft. Lieutenant Kolchak? Ein übler Husten. Sein Biopsiebericht kam gerade zurück. Auf unseren Helden wartet keine rosige Zukunft. Wie lange hat er noch? Hoffentlich lang genug für die Experimente. Sie haben sich mit einem irakischen Soldaten verbündet? Republikanische Garde, falls man es glauben kann. Muss ja schwer Eindruck auf Kolchak gemacht haben, wenn er ihn gerettet hat. Bin gespannt, ihn zu treffen. Ich sage nichts mehr, solange ich nicht meinen Sohn sehen darf! So handhaben wir die Dinge hier nicht. Sie wissen gar nichts. Jason hat mich gerettet. Was sagt Ihnen das? Da unten war Ihr Scheißkrieg längst vorbei. Reden wir mehr über diese Kreaturen. Die Vampire. Es ist recht schwer zu glauben, dass Sie sie damit getötet haben. Lassen Sie mich frei. Dann zeige ich Ihnen, wie das geht. Das Analyseteam sichert noch Proben am Ort des Geschehens. Ja, das war wirklich ein kleines bisschen schwer zu glauben. Sie hatten Dynamit? Wir wissen nicht, woher sie es hatten. Ja. Na, schade, Daniel.
Aussage hätte wertvoll sein können. Das ist ja wie damals mit Winterfold. Aha. Ah, und hier ist Colonel Eric King, unser Genie vom Dienst. Mit sowas hat er wohl nicht gerechnet. Vergessen Sie alles, was Sie über Biologie wissen. Die Wesen sind hochentwickelt. Sie sind stärker als wir, intelligenter als wir. Wenn Sie der Lage Herr werden wollen, sollten Sie mich besser ernst nehmen. Niemand von uns zweifelt am Ernst der Situation, Colonel. Schließlich sind Menschen gestorben. Ich habe überlebt. Ich werde dafür sorgen, dass diese verdammten Dinger an ihrem verdammten Grab bleiben. Sprechen wir über Kalos. Tja, glauben Sie mir jetzt? Das ist Miller. Er wird Sie weiter befragen. Befragen? Ihre Prioritäten sind echt verdreht. Die Dinger sind noch da unten. Was unternehmen Sie dagegen? Um das zu besprechen, werden wir später noch Zeit haben. Vorerst sollten Sie sich glücklich schätzen, dass Sie noch am Leben sind. Es ist das reinste Wunder, dass Sie da unten überlebt haben. Ich habe gelernt, mich nur auf mich selbst zu verlassen. Ich war stärker als alle. Wir kommen bald wieder. Bleibt es bei nächsten Sonntag? Janet macht Feuertopf. Na klar, bleibt es dabei. An den Job werde ich mich nie gewöhnen. Warum solltest du? Zumindest war es örtlich begrenzt. Ja, dieses Mal. Also, was hältst du von all dem? Das ist unwichtig. Es ist nur wichtig, den Informationsfluss zu kontrollieren. Die Weltöffentlichkeit wird nie davon erfahren. Okay, und das scheint es jetzt endgültig gewesen zu sein, damit ich hier nicht weggestrikt werde. Überspringe ich jetzt mal die Musik. Oh, und das ist der Trailer zum nächsten Teil. It's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. The Dark Pictures. The Devil in Me. Finale von Staffel 1. Oh, Alter, darauf freue ich mich sowas von. Gut, dann mache ich jetzt einfach nur noch mal kurz mein übliches Schlussfazit. Also definitiv von den Dark Pictures, wenn man jetzt mal, ehrlich gesagt, von meinem persönlichen Geschmack her, sogar noch ein kleines bisschen besser als Until Dawn. Einfach nur, weil mir gefällt einfach das, die Tatsache, dass sie sich wirklich was getraut haben, dann nochmal was, noch einen draufzusetzen. Ich habe halt die ganze Zeit am Ende gedacht, ja, du hast halt Vampire da unten, da wird es dann vielleicht noch irgendwie einen Obervampir geben am Ende und das war's. Und dann hast du halt noch diese Geschichte mit dem Irakkrieg, mit diesem hier, wer ist hier eigentlich der Feind und so weiter, wer ist hier eigentlich schuld am Krieg. So ein bisschen Pseudophilosophie vielleicht eingestreut, aber dass sie dann nochmal draufsetzen, dass das Ganze Aliens sind und dass diese Aliens aber eigentlich auch freundlich waren und dass es eigentlich irgendwelche Parasiten sind, die da schon mal so eine Zivilisation haben untergehen lassen, das hat mir echt gefallen, dass das nochmal so eskaliert ist dann zum Schluss. Ja, schade, dass wir Nick verloren haben. Wie gesagt, das war jetzt wirklich das bei mir das allererste Mal, dass ich jemanden in so einem Spiel verloren habe. Normalerweise habe ich das immer als nicht so schwer empfunden, alle zu retten, aber daran sieht man halt auch mal, dass das Spiel war hier echt erbarmungslos. Also wenn du da einmal so ein QTE verpasst hast, dann war halt gleich mal Schluss.
Naja, hat mir definitiv sehr gefallen. Definitiv besser als Little Hope. Also Little Hope war bisher der schwächste Teil der Reihe. Das war ja teilweise wirklich schon Comedy, kein Horror mehr. Man of Medan hatte so einen leichten, das war so ein bisschen campy auch. Da haben sie halt echt den Fehler gemacht, dass sie gleich von Anfang an verraten haben, dass es eben keine Geister sind, sondern dass es eben um dieses komische Gas da geht. Naja. Aber wirklich, also mir hat es wirklich sehr, sehr gefallen. Ich bedanke mich wie immer bei allen fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich lade das ja auch nochmal auf YouTube hoch. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich habe noch jede Menge andere Sachen auf dem Kanal. Und dann sehen wir uns irgendwann mal zu einem anderen Stream. Ich weiß noch nicht, was es da gibt. Vielleicht das nächste Dark Pictures hier oder was anderes. Wie auch immer. Das nächste Let's Play kommt bestimmt. Bis dahin, haut rein.